Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mittelpunkt Mensch. Mein Gast ist heute Matthias Bröckers. Wir kennen uns so lange, wir sind per Du in diesem Format E. Hallo Matthias. Hallo Kevin. Matthias, es ist warm. Ja. Das macht aber nichts. Und ich möchte mit dir heute der Frage nachgehen, die in diesem Format ganz wesentlich ist, nämlich wer ist die Person, also wer ist Matthias Bröckers? Für alle, die dich nicht kennen, vielleicht nur zwei, drei Sätze. Du bist ein genialer Autor. Du hast sehr viele Bücher geschrieben und hast dich sehr intensiv mit dem 11. September beschäftigt, mit LSD und Hanf hast dich beschäftigt. Du hast dich mit Wolfgang Neuss beschäftigt und da fallen schon Namen, wo Leute sagen, wie hat er sich mit dem beschäftigt? Und ich muss sagen, da bin ich ein bisschen neidisch, der hat ihn noch kennengelernt. Mhm. Also unter anderem Neuss oder auch Hoffmann oder auch Mitglieder der Stones und so weiter. Du bist für mich ein Zeitzeuge und du hast schon wieder ein Buch, nämlich Inspiration, Konspiration, Evolution. Das sind sehr viele Texte aus den letzten Jahrzehnten, die, wenn man sie heute durchliest, sagt, sag mal, wann hat er das geschrieben? Also du teilst ein Schicksal mit denen, die ich gerade genannt habe. Du warst deiner Zeit voraus, jetzt holt dich das langsam ein. Und ich habe dieses Buch natürlich gelesen und ich habe es aber dann draußen stehen lassen. Es hat kurz geregnet und das ist ein gutes Symbol. Was passiert, wenn man sich mit dir unterhält? Also wenn man sich mit dir unterhält, ist das wie wenn Wasser auf ein Buch kommt. Das blättert auf. Man kann sich eigentlich so zurücklehnen und dann sprudelst du. Und zwar Stunden. Ich kenne niemanden neben mir, der noch mehr redet. Finde ich aber super. Und ich möchte heute vielleicht mit dir ein Gespräch dahingehend führen. Man kann mit dir kein Gespräch führen in 90 Minuten und Matthias abbilden. Das müsste man eigentlich eine Serie machen. Wir haben ja auch zusammen mal ein Buch gemacht. Du hast mich ja mal interviewt. Ja, der Fall Ken Jebsen, als es noch Ken Jebsen gab. Hast mich gefragt, wie war denn das eigentlich? Und hast mich zu Wort kommen lassen und unzensiert das abgedruckt. Das schätze ich auch sehr, dass Matthias zuhört und sagt, okay, das ist so gesagt worden, ich mache das. Ich muss es ja nicht gut finden, aber mein Job als Journalist ist eben so abzubilden. Aber schon die erste Frage, dass du Journalist geworden bist und Journalist bist, das war ja eigentlich, was deine Idee am Anfang anging, nicht wirklich geplant. Du solltest ja Lehrer werden. Genau, aber es heißt sollte. Ich habe begonnen zu studieren nach dem Abitur. Das habe ich in Limburg an der Lahn gemacht, kleine Bischofsstadt zwischen Köln und Frankfurt. Und wollte dann aber möglichst weit und möglichst schnell weg aus dieser Provinz und bin dann nach Berlin. Vorher hatte ich noch den Kriegsdienst verweigert, weil ich nicht zur Bundeswehr wollte. War auch anerkannter Verweigerer. Und dann Abitur und habe dann da geschrieben, hey, gib mir mal einen Zivildienstplatz. Und dann schreiben sie zurück, wir haben leider keinen, Sie müssen den sich selbst suchen. Und ich sage, wie, hallo, kein Zivildienstplatz, ich will das jetzt machen, damit ich danach, ging nicht. Und sie haben nach einem halben Jahr immer noch keinen gehabt. Da habe ich gesagt, gut, ich habe einen Studienplatz in West-Berlin und bin dann nach Berlin und habe dann den Zivildienst auch gar nicht machen müssen. Journalist war mein Vater und Redakteur. Ich bin also als Kind schon mit Druckerschwärze groß geworden. Donnerstags war da immer der Umbruch der Zeitung, war eine Wochenzeitung, kirchliche Wochenzeitung, die mein Vater gemacht hat. Und ich als 3-4-Jähriger schon mit, ach komm Matthias, in die Druckerei. Und dieser Geruch von Druckerschwärze, den liebe ich bis heute, wenn ich irgendwo den nur einzige, hier wird gedruckt. Der wurde noch mit Blei gesetzt, ja. Und dann haben sie gesagt, ach guck mal, und der kleine Matthias dann die ganzen Drucker auf diesen riesen Maschinen mit Bleisatz mir dann meinen Namen gesetzt und der war aber jetzt spiegelverkehrt. Also das muss, dass man so lernt, so funktioniert Drucken. Ich bin dann, wie gesagt, zur Universität in Berlin, habe Literaturwissenschaft, Politik und Soziologie mich eingeschrieben, weil das die Fächer waren, die mich interessierten und habe dann tatsächlich ein Examen für Lehramt an Gymnasien. Ich hätte also Deutsch- und Politiklehrer werden können. Ich habe das gemacht, weil ich das Studium irgendwie abschließen wollte und nicht, weil ich unbedingt Lehrer werden wollte. Aber das Examen hatte ich dann. Und zur selben Zeit wurde gerade, da war der Tunix-Kongress in Berlin 1978, wo 50 Leute irgendwie gesagt haben, wir gründen jetzt eine neue Tageszeitung und so weiter. Deutscher Herbst, die Medien auch schon relativ
gleichgeschaltet damals, was heißt relativ, wir haben es so empfunden, es ist ja unmöglich, es gibt ja überhaupt keine vernünftige Zeitung, keinen Sender mehr, wir müssen das jetzt selber machen. Wenn du von Deutscher Herbst sprichst, muss man vielleicht, wir sind ja schon etwas ergrauter, damals die RAF und nicht die Royal Air Force, sondern die Rote Armee Fraktion. Genau. Da passiert was in Deutschland, gewalttätig, und es gab kein Sprachrohr, die Perspektiven derer, bevor sie richtig gewalttätig wurden, zeigte. Weil genau, genau. Die war ja nicht gleich gewalttätig. So, genau. Und ja, uns schien das also schlimm, ja, dass die Medien alle nur in eine Richtung berichteten. Und deshalb dieser Gedanke bei diesen 50, 60 Leuten, da wir müssen es selbst machen. Wir müssen unsere eigene Zeitung machen. Und das hat mich fasziniert. Ich hatte dann noch einen kleinen Lehrauftrag an der Schule, Geld verdient. Und bin aber schon so zur Taz, da gab es ja keine Stelle, es gab kein Geld. Ich bin aber dahin, ich kannte auch ein paar Leute und habe gesagt, ich mache so ein bisschen Praktikum und helfe hier mal mit. Gleichzeitig hatte ich an der Uni noch die Idee, ich könnte noch eine Promotion machen, eine Doktorarbeit, das Schreiben auch an der Universität und so Referate, Examen, Abschlussarbeiten, das fiel mir irgendwie leicht, ging mir gut runter und dachte, na gut, dann schreibst du jetzt noch mal so einen längeren Aufsatz und kriegst auch noch einen Doktortitel, kann ja nichts schaden. Und bin dann zu meinem Prof und der sagt, was hat ein Thema mir schon zurechtgelegt, so ein kleines Exposé, dachte, ich mache jetzt noch eine Dissertation und zeige ihm das. Und sagt er, was machst du denn im Moment? Ich sage, ja, ich habe noch so einen kleinen Lehrauftrag, der läuft aber bald aus. Und dann habe ich jetzt angefangen, mit ein paar Leuten eine neue Zeitung zu machen. Wie, was, du bist bei der Tageszeitung, bei diesem Projekt? Taz, du bist einer der Gründerväter der Taz. So, genau. Ich sage, ja, wir fangen da gerade an und demnächst erscheint das erste Heft und die erste Zeitung. Und dann willst du hier, sagt Gerd Bauer, der Prof, zu mir, dann willst du hier an der Universität irgendwelchen akademischen Quatsch schreiben? Du gehst jetzt in die Redaktion, du machst hier keine Doktorarbeit, du schreibst jetzt wichtigere Sachen. Ne? So. Er hat mich da hingeschickt ich habe gesagt, okay, diese Arbeit war mir nicht wichtig, die ich da jetzt für ihn hätte nochmal schreiben können, und habe dann bei der Zeitung angefangen. Erstmal ohne Bezahlung. Ich hatte ja einen Taxischein, das war der wichtigste Schein, den ich gemacht habe, als ich nach Berlin kam, nicht an der Uni. Ich vorher Philosophie, um Taxi fahren zu können. Genau, bin Taxi, also, und in den 70er Jahren, wer in Berlin, West-Berlin Taxifahrer war, der hatte einen richtig guten Job. Ja, also ja. Ich konnte jederzeit in einer Nacht sozusagen, hatte ich die Miete im Kasten, ja, für meine Wohnung, und in der zweiten Nachtschicht, da hatte ich das Geld für mein Essen und Trinken. Also es war sehr, sehr gut. Und Matthias, kurz unterbrechen, weil können sich viele nicht vorstellen. Das Berlin von damals hatte noch eine Mauer. Berlin von damals hatte noch eine Mauer. Es gab keine Wohnungsnot, im Gegenteil, man bekam sogar Geld, wenn man nach Berlin zog. Man bekam Steuervergünstigungen, wenn man geheiratet hat, wie ich dann auch, und zum Standesamt ging, bekam man 10.000 D-Mark Ehestandsdarlehen vom Senat, damit man sich eine Einrichtung kaufen kann. Lauter so Sachen. Und West-Berlin, ja, ich bin in Kreuzberg gelandet, 1974, also Ende 73 kam ich dahin. Freunde haben schon da gewohnt und die hatten gerade eine andere Wohnung. Hier, kannst du einziehen, kannst unsere Wohnung nehmen. Ja, die wollten ausziehen. Und in der Wohnung wohne ich bis heute. Also das sind jetzt 51 Jahre. Ja, das sind noch andere Mietverträge. Das sind noch andere Wohnungen. Das sind andere Wohnungen und sind Mietverträge. Wir hatten meinen Mietvertrag, den ich ja immer noch habe. Den ich hatte. Ich habe die Wohnung dann toi kaufen können vor 12 Jahren oder so. Wenn ich das nicht gemacht hätte, könnte ich mir die jetzt nicht mehr leisten. In Kreuzberg ist Hochpreisregion. Ja. Ne? Damals, ja, in Kreuzberg, warum ist man da hingegangen? Weil das war der billigste Bezirk zusammen mit Wedding, Moabit, Kreuzberg. Da kriegst du für 200 Mark damals eine 2,5-Zimmer-Wohnung, ja, ohne Bad oder nur mit einer kleinen Dusche, aber das ging.
Also, da bin ich dann gelandet, hatte den Taxischein und habe gelebt wie Gott in Frankreich. Ich hatte richtig Geld. Du musst dir überlegen, wenn man damals eine Nacht, ich bin immer um 6 Uhr, fing die Schicht an, bis 2 Uhr, 3 Uhr, je nach Geschäftslage mit ein paar Pausen gefahren. Und ja, dann hatte ich 200 Mark in der Tasche. Meine Miete betrug 160 im Monat. Ja? Also ein Monat, eine Nachtschicht, 3-4 Wochenenden und du warst reich. Die Schachtel Zigaretten kostete 2 Mark, die kostet heute 6. Ja? Wenn ich jetzt manchmal in Berlin mit den Taxis fahre noch und es sind ältere Kollegen, die da steuern und ich stelle dann irgendeine Frage und die merken, oh, der kennt sich aus mit dem Geschäft hier, dann sagen die, ja, das war ja die goldene Zeit des Berliner Taxigewerbes von 1970 bis 85 bis zur Wende dann. Ja. Ja, und jetzt sind die Jungs froh. Ich habe damals so gesagt, na, wenn du fährst 20 Mark die Stunde Cash. Ja, und jetzt sind die froh, wenn sie 12 Euro die Stunde haben. Aber 1 Euro ist weniger wert als damals eine D-Mark. Ja, also für den Taxen selber waren das, die Taxen in Deutschland waren ja lange schwarz. Die Taxen waren lange schwarz und es wurde gerade Anfang 70er umgestellt. Man durfte aber noch schwarze Taxis fahren. Wir waren jetzt, man kann ja zu einem Taxiunternehmer gehen, aber wir lasen dann im Extradienst, das war die erste linke Alternativzeitung in Berlin, Extradienst, wir gründen ein Taxikollektiv, wer Lust hat. So, und dann haben wir mal angerufen, mein Kumpel und ich, und sind dahin und dann war das ein Taxikollektiv und die hatten 2 alte Ford Granada schwarze für ein paar hundert Mark damals übernommen. Die hatten schon 300.000 runter. Aber innerhalb von einem Jahr hatten wir 4 nagelneue, weil die liefen dauernd. Alles waren Studenten, ne? Wir waren so 15, 20 Leute. Jeder hat irgendwie studiert, waren noch 2, 3 Mädels dabei. Und die Taxis liefen laufend tagsüber, nachts. Die standen kaum rum und haben richtig gut Umsatz gemacht. Und so hatten wir nach einem Jahr oder anderthalb 4 nagelneue Strich-8er Automatik, Schiebedach, ja, und so. Also kurz mal für die Nicht-Autokenner, du bist ja auch ein Autonerd. Ja. Ja. Hast du hier neulich auch mal die Millimiglia mitverfolgt? Wir sind hier gerade im italienischen Raum, kann man ja sehen, im Hintergrund, kann man machen. Es waren ja noch die Heckflossen vorher, die fuhren wahrscheinlich auch noch da. Ja. Also dann der Strich 8, der 72er Benz, ja. Ja. Und damit bist du noch gefahren in beige dann schon oder schwarz? Nee, das war dann beige. Wir haben den neuen Benz, die neuen dann in beige gekauft. Und das waren ja jetzt unsere Autos. Jetzt, wie machen wir das? Okay, jede Taxe war auf einen von unserer Gruppe angemeldet. Eine auch auf mich. Das war eigentlich die erste Firma, die ich hatte, 1975, ja. Jetzt war das Problem, ja, das Taxi lief auf meinen Namen. Irgendjemand wird nachts geblitzt oder macht irgendwie welche sonstigen Spirenzien. Es gibt Geldbußen, die kommen bei mir an. Und klar wussten wir dann, ich habe gesagt, ey, hier, vor 2 Wochen Nacht, hier war deine Schicht, ja, und so. Fanden wir aber insgesamt nicht gut und haben gesagt, ja, komm, lass uns doch eine gemeinsame Firma gründen. Ja, was machen wir da? GmbH, wir gründen eine Genossenschaft. Und wir haben damals dann die erste, die existiert bis heute, erste Kreuzberger Taxigenossenschaft gegründet. Da muss man ja dann zum Genossenschaftsverband, um das als Genossenschaft zugelassen zu werden. Die haben sich, was, ihr wollt eine Genossenschaft gründen? Ihr seid ja die erste Genossenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, die in West-Berlin gegründet wird. Weil Genossenschaften galten als kommunistisch, ostisch und so weiter. Wer macht denn heute noch Genossenschaft? Wir haben gesagt, wir machen das und hatten dann die Kreuzberger Taxigenossenschaft, der gehörten dann die Autos. In der Kufristraße hatten wir in einem besetzten Haus da, hatten wir unten eine Werkstatt mit Grube.
ein, zwei Leute, die lieber schraubten als fuhren, haben dann den ganzen Service an den Autos gemacht. Und das lief wahnsinnig gut. Ich war in meinem Leben nie so reich. Also ich hatte nie so wenig Probleme, mein Geld zu verdienen wie in dieser Zeit. Wir haben dann im Sommer, wenn in Berlin Sommerferien waren und die Kundschaft verreist, haben wir gesagt, ach naja gut, komm, und haben den Taxi, die Hungerleuchte, so heißt sie ja im Fachjargon, oben das Taxischild, was du anmachst, wenn du Fahrgäste suchst, ja, die Hungerleuchte ab. Den Funk musste man ausbauen in der DDR, aber wir haben ihn dann hinten und sind in Urlaub mit dem Auto. Und dann mit einem schönen Mercedes bis nach Atlantik, Frankreich oder Sardinien oder so. Hinter der Grenze haben wir das Funkgerät wieder eingebaut, konnten dann uns auch unterhalten. Also das war großartig und ging in West-Berlin damals, ja, du hast diese Steuervergünstigung, Berlin-Zulage und dann, ja, diese Insellage. Ich kannte ja nichts von der Stadt, ich kam aus der Provinz, dann hieß es ja, Lahm. Setz dich 6 Wochen hin und lerne den Stadtplan. Mhm. Und ja, dann haben wir den Falkplan uns aufgeklappt und uns angeguckt und dann diese Prüfung gemacht, die Ortskundeprüfung, die heute merkwürdigerweise wegfällt. Die jetzt, haben alle Google. Die haben alle Navi und Google, aber das finde ich ehrlich gesagt grauenhaft. Also die häufigste Frage, wenn man heute in Berlin in ein Taxi steigt, ist, wenn man wohin möchte, wo das ist, fragt der Taxifahrer. So, oder der du musst ihm genau den Straßennamen buchstabieren, damit er das da eingeben kann, ja. Und ich finde, neulich ist mir das in Frankfurt passiert, ja. Die machen auch keine Ortskundeprüfung mehr. Und da muss ich dem dreimal den Namen einer relativ bekannten Straße, der kannte gar nichts, der so wie wenn du oder ich jetzt in Neu-Delhi im Taxi sitzen, ja, und einer steigt an und sagt hululul und du sagst wie bitte, und dann muss er dir erstmal diktieren, wo er hin will, das kannst du dann da eintippen und dann geht's los. Also die Taxizeit hat mich dann auch die ersten Jahre, ich habe ein Jahr bei der Taz ohne Geld gearbeitet, weil ich gesagt habe, ich brauche keinen Geld, ich habe ja noch meinen Schein und kann am Freitagabend mich ein paar Stunden ins Auto setzen und schon habe ich wieder. Ja. Lass uns zur Taz kurz zurückkehren. Die Taz damals und wie die Taz damals geschrieben hat, die Perspektiven, die die Taz damals geschrieben hat und was wir heute haben, hat das noch was miteinander zu tun? Nee, wenig. Damals war es so, dass wir kein Geld hatten, aber eine gute Zeitung gemacht haben. Heute, die Taz ist ja auch eine Genossenschaft, hat die Taz ausreichend Kohle, hat ein tolles Verlagsgebäude. Aber was in der Zeitung steht, also tut mir leid, es ist derselbe traurige Niedergang wie die Partei der Grünen, die als Pazifisten gestartet sind und jetzt die größten Kriegstreiber sind. Und bei der Taz ist es nicht ganz so schlimm wie bei den Grünen, aber tendenziell, ja, denkst du auch, du hast hier so ein NATO-Starnblättchen, wenn du das durchblätterst, ja, und liest. Ja? Und diese Entwicklung, die stimmt mich natürlich nicht gerade fröhlich, weil dafür haben wir das nicht gegründet damals. Ich habe die Taz ja dann nochmal so um 2010 ein paar Jahre lang beraten, was ihre digitale Entwicklung angeht, weil ich mich da relativ gut auskannte mit dem ganzen Digitalen und Internet. Du warst einer der Ersten, der sich einen Laptop zugelegt hat. Glaube ich, 84 war das bei uns. Genau, wir hatten von Olivetti den M10, also ein großartiges Gerät. Olivetti war damals, ja, kann man sagen, Apple-artig, auch gut designt, das Zeug. Ja, die waren toll. Und wir hatten diesen M10. Ich hatte ab 84 zu Hause ein Modem. Damals gab es ja noch gar kein Internet oder irgendwas. Und das Modem musste man illegal an die Postdose, an die Telefondose ranklemmen. Aber die Taz hatte einen Server. Taz war überhaupt die erste Zeitung, die auf Computern gemacht wurde.
Und den konnte ich schon von zu Hause mit meinem Modem erreichen. Die ersten Nachrichtenagenturen kamen auch schon tickermäßig digital. Das heißt, ich hatte zu Hause, ich konnte meine Kolumnen, ich habe irgendwie 12 Jahre lang jede Woche eine Kolumne geschrieben, die konnte ich in der Regel von zu Hause machen. Also ein, sagen wir mal, prähistorisches Homeoffice war das schon, aber nur für das Schreiben. Ich war ja ansonsten Redakteur, zuständig für Kultur und musste mit noch einer Kollegin jeden Tag das Feuilleton der Taz machen. Ja. Kommen wir gleich, aber weil du Olivetti genannt hast, Olivetti hat ja sehr, sehr schöne Schreibmaschinen hergestellt, ja. Waren, was Computertechnik angeht, Pioniere, ja, sagen. Ja, und ja. Zwar auf Höhe von Apple, aber der Herr Olivetti ist ja auch wohl keines natürlichen Todes gestorben. Genau, Olivetti und auch der, sein Freund und Kollege, der damalige Öl-Energieminister der Republik Italien, ja, die sind beide unter merkwürdigen Umständen dann zack, zack ums Leben gekommen. Und das habe ich aber auch erst vor einigen Jahren in Erfahrung gebracht. Das wusste ich lange gar nicht. Aber es entspricht dem üblichen Muster, was ja, die CIA nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Italien gladiolisiert hat. So, genau. Also, dass hier auf gar keinen Fall eine starke sozialistische oder gar kommunistische Regierung gewählt werden kann. Und wenn sie darf und wenn sie gewählt wird, dann tun wir alles dafür, dass sie bald wieder weg ist. Ja, das war so. Also, diese Technik, die wir damals bei der Taz hatten, dass wir da ja auf Computer gesetzt haben, ja, das Blatt, das war wirklich, ja, da war die Taz ein Pionier, und wir, learning by doing, wurden das auch, ja, so, also ich konnte dann, verstand dann nicht nur so ein bisschen MS-DOS und die allerersten Programmiersprachen, gab ja keine Farbbildschirme, das war, muss es immer noch Befehlszeilen. Die Maus war noch nicht tatsächlich integriert. Die Maus war auch noch nicht so richtig integriert und so weiter. Aber das hat sich alles, ja, wir konnten uns ja niemanden leisten, da, ja, der für irgendetwas zuständig ist, also geschweige denn eine Sekretärin oder so. Oder mussten alles selber. Ja gut, dann machen wir das selbst. Und so bin ich so ein kleiner Computer-Hacker geworden am Anfang. Ich war auch dabei, als der Chaos Computer Club gegründet wurde. Der wurde nämlich zufällig in den Räumen der Taz, wir hatten nur große Räume, sitze ich irgendwann am Nachmittag und ein Kollege sagt, hey, was sind das denn für Leute da im Plenumsraum, wo wir sonst unsere Redaktionskonferenzen haben? Boah, irgendwelche Freaks, die machen was mit Gründen, was mit Computer. Da bin ich da später, ich hatte noch zu tun in meinem Büro, gehe ich da hin und höre mir das an. Da sitzt so ein Typ mit einer Latzhose und einem Bart und erzählt, ja, er, der sah aus wie ein Öko-Gärtner und redete eben auch über Daten, unter dem Thema Daten, Aufzucht und Pflege. Also wie man mit Daten umgeht, das war der Wau Holland. Und den habe ich an dem Tag kennengelernt, hinterher noch ein bisschen mit ihm geredet und war dann früher Abonnent des Fachblatts Die Datenschleuder. So hieß die Zeitung des Chaos Computer Clubs. Ich verstand da wirklich nur Bahnhof, weil von der Technik und was die da beschrieben haben, aber eben, wie man ein Modem zu Hause anklemmt und so Sachen, so kleine subversive Tricks und Tipps, das konnte ich dem entnehmen. Und so habe ich sozusagen die Computerrevolution, in Anführung, weil das war schon eine, hier in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts so von Kindesbeinen an verfolgt. Ja, mit 84, das war ein PC mit dem sensationellen Feature 20 Megabyte Festplatte. Also die anderen hatten ja noch hier nur Floppy Disk, genau, und wenn man, so. Wenn man schreiben wollte, muss man ein extra Gerät anschließen. Genau, genau. Und jetzt gab es 20 Megabyte Festplatte. Das war gigantisch viel. Ja. Ja, so bin ich von diesem, das war 286er PC, ja, mit 20 Megabyte Festplatte, einem Nadeldrucker. Das war mein erstes Set. Und so bin ich. Es gab noch keine Smartphones.
Es gab noch keine Smartphones, es gab aber... So für Knochen kam auf den Markt. Es gab, ja, es gab vorher schon für unsere Olivetti M10 den Akustikkoppler. Ein Ding, was man auf die Telefonhörer stöpseln konnte, dann in den Computer rein. Und dann haben die gekrächzt und gequäkt, so wie die Faxe ihr Geräusch machen. Und dann hatte ich aber meine Daten auf den Server übertragen. Also, ich möchte hier mal eine kurze Schnittstelle machen, weil ich habe es ja schon angekündigt, wenn man die eine Frage stellt, kann man eigentlich rausgehen. Das ist, bleibt interessant. Okay. Wenn du rauchen möchtest, ich erkenne dich nur, dass du immer rauchst, kannst du gerne machen. Dann hast du jetzt eine Sondergenehmigung. Ja. Das raucht den anderen vielleicht, nutzen wir die Pause. Vielleicht noch kurz zum Taxifahren. Als Taxifahrer macht man ja parallel dazu eine Psychologieprüfung, kann man sagen. Weil man lernt unglaublich viel über Menschen. Gibt es etwas, was du als Taxifahrer gelernt hast, wo du sagst, das hättest du nie studieren können? Ich habe erstmal gelernt, gar nicht Psychologie, sondern Anatomie, die Stadt Berlin kennengelernt. Die kannte ich jetzt vom Stadtplan. Aber jetzt, nach den ersten 1, 2, 3 Monaten, wenn man da unterwegs war, man war nachts unterwegs, hatte man erstmal mit der Orientierung nicht mehr solche Probleme. Und dann kam eben dann dazu, dass man wirklich nicht nur die Straßen kannte, sondern auch die angesagten Clubs, die Bordelle, die Kneipen, die Lokale, wo man nachts um 2 noch was Gutes zu essen kriegt. Also diese ganzen Geheimtipps, die hat man nach und nach drauf gehabt. Und was die Psychologie angeht, du lernst ja eine Stadt kennen, wenn du von der Omi, die zur Dialyse gefahren werden muss, bis zum Volltrunkenen, der gar nicht mehr weiß, wo er hin will, alles kennenlernst so, ja, und hat dann... In welchem Stadtteil wohnt, wie der sich gibt, was für ein Wochentag, da kannst du, glaube ich, viel lesen. Und so weiter und so weiter. Oder an der Spielbank, die Spiele-Junkies. Einmal stand ich am Savini-Platz, da waren damals auch so Clubs, wo Karten gespielt oder gezockt wurde. Da kommt einer, ich stehe da mit meiner Taxe, rauch gerade gemütlich eine, ja, so... kommt ein Typ da aus der Bar raus und hält mir seine Karten hin und sagt, du, ich habe einen Royal Flush, aber ich brauche 200 Mark, um noch mitzusetzen. Gibst du mir die? Weißt du, so Sachen, ja. Ich habe das dann nicht gemacht, weil, nee. Aber so lernst du, ich war ja ein junger Kerl, gerade mal 20 Jahre, aber so lernst du eine Stadt kennen und was los war. Und ich habe in dieser Zeit natürlich, ich habe fleißig studiert, das hat mich ja auch interessiert, Politik und Literatur, ich wollte was lernen, aber fand es auch überaus interessant, aber das wirkliche Leben hast du eher dann in der Taxe kennengelernt als in den Vorlesungen. Das weil, ist du, weil du tatsächlich Menschen dann triffst, die sich ja gegenüber einem Taxifahrer nicht verstellen. Also es gibt ja Personen oder Berufe, da verstellt sich jemand nicht. Wenn man in die Behörde geht, verstellen sich ja Menschen, machen so ein bisschen so. Aber Taxi ist ja praktisch wie ein Unsichtbarer. Dem raunt man was an. So und hinten fragt man sich, ihr merkt schon noch, dass da jemand mitfährt. Ist ja oft so, dass es nicht der Fall ist. Aber okay, was ich sagen wollte ist, du hast ja auch schon in jungen Jahren privat einen kleinen Mercedes gefahren, der Ponton, der Vorgänger. 180er Diesel. Und da konnte man ja damals noch Heizöl tanken, weil das war noch nicht eingefärbt. Genau, ich habe Darf man natürlich nicht, war Steuerhinterziehung. Hm. Ist dann immer in den Westen nach Limburg. Ich bin bei meinem, ich war in meine, habe mich in meine spätere Frau verliebt. Die du Herrn X ausgespannt hast. Wie das damals so war, 75 und hatte jetzt mir mein R4, ich habe den R4 von der Mama geerbt ursprünglich, hatte den eben gewechselt in einen wunderbaren 180 Diesel mit großem Stoffdach, hatte mir 4 Boxen reingebaut, in den Handschuhfach den Philips Kassettenrekorder und Frank Zappa rauf und runter und dann konnte man... Kassetten. Genau, Kassetten. Das wissen viele, das waren noch Kassetten, die man selber aufnehmen Die man selber sich aufgenommen hat, ja, und dann sich auch einen Mix gemacht hat hier fürs Auto hier. Oder das für die Schnecke, die man angraben wollte. Genau. So, und man konnte damals mit Heizöl fahren, weil Diesel war noch nicht eingefärbt. Also später, so das war so Ende 70er, glaube ich, wurde dann der Diesel eingefärbt. Heizöl und Diesel sind ja absolut selbe. Und jetzt haben sich meine
meine Mutter sagte, hier, du kommst jetzt hier jedes zweite Wochenende von Berlin, was soll denn das? Ja, ich war frisch verliebt, das habe ich so, was geht denn dich das an, ja, zu meiner Mutter? Und konnte mir das auch leisten, weil ich habe mir unten dann, ich hatte zwei große Kanister, 25 Liter jeder, bisschen Heizöl angesaugt, die Kanister voll gemacht, dann eingefüllt und noch zwei volle Kanister mit nach Berlin genommen. Da hatte ich quasi den Sprit für die Hin- und Rückfahrt intus schon, kostete nichts und konnte so mir das leisten, sozusagen. Ja, du weißt ja, wie das ist. Man ist zum ersten Mal so richtig verliebt. Ja, da ist doch egal, da will ich jetzt hin. Ja, ja, aber du hast doch montags Vorlesungen. Ich sage, nee, ich habe mir meine Vorlesungen so gelegt, dass sie Dienstag, Mittwoch, Donnerstag waren und ich Freitag, Samstag, Sonntag, Montag verschwinden konnte. Das war eine Weile so. Dann kam ja meine spätere Frau dann auch zum Studieren nach Berlin. Nach einem Jahr oder so war das dann okay. Aber wenn so, du Zwillinge bekommst, gleich das erste Mal. So bin ich dann, in dem Jahr bin ich mit dem Mercedes, glaube ich, 50.000 Kilometer gefahren. Ja, ihr seid verheiratet gewesen. Die ist ja leider gestorben, muss man sagen. Ja. Aber ihr wart 17 Jahre zusammen und obwohl ihr euch dann getrennt habt, seid ihr gute Freunde geblieben. Ihr habt sogar am Ende noch wieder eine Wohnung gemeinsam. Wir haben zusammen, ja. Wir haben uns dann getrennt, da waren die Kinder so 17, also wir haben Zwillinge gekriegt erstmal 1982. Dann musste die WG, die in meiner großen Wohnung gewohnt hat, ausziehen. Dann haben wir da mit Familie gelebt. Und als wir uns dann getrennt haben, da waren die 17, 18 Jahre später, bin ich dann in eine kleine Wohnung erstmal und es war auch Funkstille mal zwei Jahre, ja, so zwischen uns beiden. Und dann habe ich aber gesagt, hey, wir haben zwei wunderbare Kinder, wir können doch jetzt nicht aneinander vorbeigucken, die nächste Rest unseres Lebens. Und dann haben wir ein paar Stunden so eine Paartherapie mal gemacht beim Fachmann. Sie wollte das erst nicht. Ich habe gesagt, du, wenn irgendwo ein Loch tropfst, dann holst du dir doch auch einen Klempner. Mhm. Und wenn jetzt in so einer Beziehung es irgendwie mal tropft oder klemmt, dann holt man sich doch auch einen Fachmann, ja, statt da selber rumzuschrauben. Ja. Und das haben wir dann gemacht und es war auch gut. Und kannst du empfehlen? Kann ich empfehlen, weil danach, wir haben 3-4 Sessions da gemacht, dann habe ich gesagt, hey, das kostet ja jedes Mal Geld, das können wir jetzt auch ohne. Ja. Jetzt wissen wir ja klempnermäßig, wie es geht. Ja. Haben uns dann regelmäßig im Café getroffen und nach so einem halben Jahr dann, ich würde sagen, so eine Art brüderlich-schwesterliches Verhältnis entwickelt. Wir waren kein Paar mehr. Ja. Ja, sie hatte auch irgendwie Partner und ich hatte auch hier und da welche. Aber wir waren Brüder, wie Bruder und Schwester und sind dann auch, das war vor 13 Jahren, wieder zusammengezogen, also in zwei getrennte Wohnungen, aber nebeneinander. Und die Kinder konnten sich auf dem Balkon, da war hier die Oma von den Enkeln. Ich habe ja jetzt 4 Enkelkinder mittlerweile. Ja, und auf der anderen Seite vom Balkon war Ecke. Der Oma, Opa waren also verbunden und das ging. Leider ist Rita ja dann ja, vor 6 Jahren, 7 Jahren gestorben. Ja. Krebs. 3 Monate nach Diagnose. Bauchspeicheldrüse ist so das Gemeinste, was du kriegen kannst, weil da kann man nichts operieren, richtig, in der Regel. Ja. Das ist so ein kleines Ventil, sozusagen, um mal wieder auf die Benzingespräche, so ein Einspritzventil. Ja, aber wenn das kaputt ist, dann geht gar nichts. Das kannst du nicht reparieren, das gibt es auch noch nicht künstlich zum Einbauen. Also dann bist du einfach tot. Ich glaube auch Steve Jobs hatte, glaube ich, auch, also das kann auch vermögend sein, das kann man nicht kaufen. Ja. Ja. Es gibt jetzt keinen Ersatz dafür. Kurze Zwischenfrage, was ist denn deiner Meinung nach mit dem Resümee, du bist ja 70 geworden, ja, auch wenn man das nicht sieht, was ist die härtere Droge, Frauen oder Drogen? Ach, Frauen sind, ich bin ja jetzt froh seit 20 Jahren und habe ja jetzt auch wieder, obwohl ich gar nicht gesucht habe und sie auch nicht, wir haben ja wieder eine wunderbare Partnerin gefunden, obwohl ich eigentlich gesagt habe, ach na gut, Frauen ist jetzt okay. Wenn man älter wird, lässt das ja auch nach mit der hormonellen Steuerung. Man läuft also nicht mehr, sage ich jetzt mal so, schwanzgesteuert durch die Gegend. Ja? Und das habe ich als sehr angenehm empfunden.
empfunden, ja, dass man im Alter da nicht mehr den Mädels ja, hinterherhächelt sozusagen. Ja. Das finde ich prima. Und ich wollte keine, ich war 10 Jahre Single schon und zwar sehr zufriedener. Ja. Und wenn sich da irgendwas mal angebahnt hat, was so ein bisschen in eheähnliche Verhältnisse umzuschlagen drohte, habe ich es gleich gestoppt. Das wollte ich nicht. Ich will so. Und dann aber, wie es halt so kommt im Leben, doch eine wunderbare Partnerin gefunden, obwohl ich gar nicht gesucht habe. Sie hat auch nicht nach einem Mann gesucht. Mhm. So funktioniert es dann. So. Ich finde bei dir das total interessant. Du bist ja jemand, der auch Bücher geschrieben hat über Hanf zum Beispiel und wurde es ja dann auch übel, ja, der immer zugekifft, der können wir gleich noch drüber reden. Ja. Und bist heute mit einer Apothekerin zusammen, was ich ja gut finde. Ja, ja, und sie verkauft in Zürich in ihren Apotheken Haschisch und Marihuana, legal, ja, so. Nee, ich die Hanfgeschichte, die begleitet mich jetzt. Das Buch ist 93 erschienen und hätte schon viel früher erscheinen können, weil es lag 5 Jahre bei mir rum. Die amerikanische Originalversion von Jack Herer, Hemp and the Marijuana Conspiracy, also Hanf und die Marihuana-Verschwörung, des Kaisers neue Kleider, The Emperor Wears No Clothes. Das war das Büchlein, was Jack gemacht hat. Mitte der 80er Jahre, das bei mir gelandet war. Ich fand das großartig, was da zu lesen war. Dachte, huch, wusste ich ja alles noch gar nicht. Hanf kann man rauchen. Hanf kann man rauchen, aber eigentlich ist es viel zu schade, nur zu rauchen, weil es ist der wichtigste und universellste natürliche Rohstoff, den wir auf der Welt haben. Ford hat aus Hanf Karosserien gebaut. Genau. Man kann Ford auch zu, man kann Hanf auch zu Sprit verarbeiten. Man Hanf kann Klamotten machen. Man kann als Dämmmaterial, als was auch immer. Papier. Textilien und. Und das haben wir dann, war mir auf dem Schreibtisch gelandet, diese Kopie dieses US-Buchs von einem Jack Herer, ja, irgend so ein Hippie, dachte ich. Und fing dann selber an, da mal ein bisschen zu recherchieren, dachte, oh, dann habe ich meine 1, 2, 3 Buchverlage, Verlage, Verleger, die ich so kannte, hab gesagt, hey, da gibt es ein tolles Ding aus Amerika. Und die größeren Verlage hatten gesagt, wie Marihuana, nee, das machen wir nicht. Und die Kleinverlage, die Alternativen sozusagen, haben gesagt, oh, das müssen wir ja übersetzen und deshalb Fußnoten, lassen wir. Das Buch lag 6 Jahre bei mir, staubte im Regal. Und dann auch wieder so ein Zufall, treffe ich wieder mal meinen damaligen Verleger Lutz Groth von 2001. Mhm. Und ich sage, Lutz, ich hatte dir doch vor 5 Jahren mal so ein Buch über Marihuana, dass das die beste Nutzpflanze ist und so. Hm, weiß ich gar nicht mehr, lass mal gucken, schick's mir nochmal. Und dann hat Lutz angerufen und sagt, Matthias, wir würden das machen, aber du musst die Redaktion machen und muss noch ergänzen die europäische und deutsche Geschichte, weil das ist sehr Kalifornia-lastig oder Amerika-lastig. Und ich hatte aber gerade irgendwas anderes und wollte gar nicht zuerst und habe gesagt, naja gut, Lutz, ich mache das, aber nur, wenn wir das Buch auf Hanfpapier drucken. Und dann sagt er, naja, da musst du dich aber drum kümmern, so. Und dann bin ich los. Erstmal bin ich in die Bibliothek und habe angefangen zu recherchieren. Habe dann in der Nationalstaatsbibliothek in Berlin die lustige Hanfbibel entdeckt. Huch, was ist denn das? So ein kleines Comicheft von 1943 vom Reichsnährstand. Das war das Landwirtschaftsministerium im Prinzip. Und die machen eine kleine Fibel gereimt, dass man wieder Hanf anbauen soll, dass Hanf der wunderbarste Rohstoff ist und das beste Vogelfutter und, weil in Kriegszeiten 1943 da auch Rohstoffknappheit herrschte und man dachte, hey, wir brauchen wieder Hanf. In den USA, wo 1937 der ganze Anbau verboten war, Marihuana Tax Act, wo die eben sozusagen die Marihuana-Prohibition durchgezogen haben, da kommt 1943 zum selben Zeitpunkt ein
Film vom Landwirtschaftsministerium, Hemp for Victory. Wir müssen wieder Hanf anbauen für Seile, für Segel, für Uniformen und. Jack Herra hatte diesen Film oder Leute hatten ihm den zu, er hatten den entdeckt in den Archiven und das Landwirtschaftsministerium hat 5 Jahre lang abgestritten, dass das von ihnen ist und so. Also wir haben diese Sache, Jack und ich, dann für Europa und Deutschland ausgegraben. Dann haben wir das Buch auf Hanfpapier gedruckt. Ich habe die Pulpe, also den Rohstoff in Spanien, aufgetrieben, weil die Spanier damals ihre Peseten auch noch aus Hanf gemacht haben. Also Geldscheine waren immer aus Hanf vorher. Und weil der so reißfest und nassfest ist im Vergleich zu anderen Fasern. Und dann haben wir aus Spanien die Pulpe geholt und dann hat eine kleine Papierfabrik im Schwäbischen uns dieses Papier gemacht. Und als wir damit anfingen und ich so ein paar Leuten erzähle, hier, du, Kevin, ich mache jetzt Papier aus, wie, was, aus Hanf macht ihr Papier? Oh, kann man das rauchen? Ich sage, nee, das, und das finde ich ja toll. Und ich habe doch auch ein kleines Öko-Magazin oder irgendwas, kann ich was von dem Papier haben? Das haben dann 3, 4, dann dachte ich mir, na gut, okay, wir können ja ein bisschen mehr produzieren und schreiben hinten eine Adresse rein, dass man es bestellen kann. Und so ist dann das Hanfhaus entstanden, eine Firma, die ich dann auch gegründet habe. Und wir haben mit Papier und dann den anderen Produkten angefangen, so einen kleinen Versand. Und innerhalb von 2 Jahren hatten wir dann 15 Geschäfte überall in Deutschland und eine Website. Wir waren einer der ersten Online-Shops überhaupt in Deutschland, so 93, 94. Und unser großes Problem war nicht, dass wir keine Aufmerksamkeit erzielt hätten, im Gegenteil. Unser Problem war, wir hatten wunderbare Produkte, aber es war verflucht schwierig, die sozusagen in ausreichenden Mengen beizubringen, weil es gab keine Hanfproduktion mehr. Wir haben Hanfjeans, die erste Levi's 1800 Tuck, die war ja aus Hanf. Levi Strauss hat seine Hosen für die Goldgräber aus Hanf gemacht, damit die ihn, wenn sie da den ganzen Tag im Bach stehen und Gold waschen, nicht zerfetzt. Und hat die auch genietet, so wurde die Jeans erfunden. Und wir haben jetzt die ersten Hanfjeans wieder aus Rumänien. Wir haben die Stoffe, die Fasern in Rumänien geholt. In Ungarn wurde gewebt und die Hosen genäht. So, und jetzt hatte ich ja die ersten, ich glaube, es waren 300 oder 400 Jeans. Und wir hatten eine Anzeige dann irgendwo in der Taz oder ja, sonst wie. Die Leute haben uns die Bude eingerannt. Die haben so eine Hose gekauft, obwohl sie ihnen gar nicht gepasst hat. Wir hatten die ja nicht in allen Größen, sondern nur in 3 oder 4 Standards. Und innerhalb von einer Woche waren die 400 Hosen verkauft. Die nächste Ladung dauert aber 3 Monate, bis sie dann da, weißt du, so ging das fast mit allen Produkten. Wir haben die wieder auf den Weg gebracht, Papier, Textilien. Dann kommt ein alter Chemiker aus der DDR, also Ex-DDRler, sagt, ich kann aus Hanföl Tenside machen für Waschpulver und die sind 100% abbaubar. Dann haben wir Waschpulver aus Hanföl gemacht. Also ich fasse mal zusammen, alles was Hanf kann, was vorsätzlich in Vergessenheit geraten sollte, wird mit dir und Freunden wieder nach Deutschland, Europa gebracht. Genau. Und das boomt jetzt. Eine kurze Antwort auf eine Frage, die eigentlich rhetorischer Natur ist. Das aktuelle Legalisierungsgesetz unserer Regierung, die Sie hier nennen, ist das gut gemacht? Das Gesetz selber ist eher vom Handwerklichen her Schrott, sage ich jetzt mal. Kann gleich erklären, warum. Wie uns wurde damals vorgeworfen, das ist alles Quatsch, ihr mit eurem Papier. Ihr wollt doch nur Drogen legalisieren. Dieser Jack Herra aus Kalifornien und dieser Kiffer aus der Taz-Redaktion, ja, so, was, das ist doch alles Blödsinn. Ich habe ja damals, ich war gar nicht mehr bei der Taz in den 90ern, ich hatte eine Kolumne bei der Zeit, im Zeitmagazin. Ja. Viele vergessen. Ja, und dann schreibt doch tatsächlich die Zeit, das Buch kommt raus und es kommt ein großer, 5-spaltiger Artikel in der Zeit, sanfter Unsinn.
zwei Autoren behaupten und so weiter und so weiter, dass Hanf ein toller Rohstoff ist, klimaneutral, bla bla bla. Aber alles Quatsch. Wir haben recherchiert bei dem Bundesamt für die haben gesagt, wir haben noch nichts von gehört. Ja, und das so. Und dann schreiben die wirklich, und der Verleger ruft mich an, das war die erste Rezension in einer größeren Zeitung von unserem Buch. Oh, Matthias, hast du das gelesen? Also wenn es so weitergeht, dann bleiben wir auf den ersten 5000 Exemplaren aber sitzen. Ja? Ich habe mich dann bei der Zeit beschwert, weil ich war ja der Autor. Ich hatte im Zeitmagazin, hatte ich da meine Kolumne, habe da angerufen und sag mal, hallo Leute, was druckt ihr denn da? Der hat doch unser Buch gar nicht, der hatte tatsächlich, der Rezensent, die deutsche Ausgabe gar nicht gelesen, sondern anhand der US-Ausgabe, die nur 150 Seiten hat. Wir hatten 500 Seiten daraus gemacht und ergänzt und dokumentiert. Die hatte er gar nicht. Dann haben die sich bei mir tatsächlich schwer entschuldigt und haben ein halbes Jahr später eine Hommage über eine Seite gebracht. Der Spiegel hat dann aber auch korrekt und gut berichtet über das Buch im großen Artikel. Und dann ging das, wir haben in den ersten 3 Monaten 50.000 Bücher verkauft. Wie viele Auflage gibt es? Jetzt sind wir bei der 46. Auflage, also in 31 Jahren. Und ich habe noch keine Korrektur machen müssen. Also ich habe nicht sagen, oh ja, das haben wir damals, dachten wir, es sei dies und das. Das müssen wir aber jetzt streichen. Das Gesetz muss korrigiert werden, weil ich fasse mal zusammen. Ich glaube, da darf man zu viele Pflanzen Naja, gut, jetzt 1,5 Kilo werden können, wenn man was davon versteht. Wie gesagt, die verstehen einfach wenig von der Pflanze und von Hanf, die Politik ganz grundsätzlich, und haben jetzt da ein Gesetz rausgehauen, was natürlich längst überfällig ist, insofern, als es Schwachsinn ist, Cannabis mit dem Strafrecht oder die Cannabiskonsumenten strafrechtlich zu verfolgen. Dass es jetzt entkriminalisiert ist auf so einer Basic-Ebene. 40.000 bis 50.000 Fälle wurden da bisher vor Gericht. 50.000 Fälle pro Jahr, also schwachsinnige, überflüssige Fälle. Also insofern gut, Ampelregierung, dass ihr das jetzt ändert, ja, und das nicht mehr wegen dieser, ja, letztlich Lappalien irgendwie gigantische Prozesse angestrengt werden müssen, also gigantisch vom Aufwand her. Und dass eben auch ein Jugendlicher, der mal mit einem Gramm Gras erwischt wird, nicht seine Lehrstelle verliert, von der Schule fliegt und, ja, das ist alles längst überfällig und nötig. Aber uns ging es ja mit dem Buch damals schon, und mir geht es heute immer noch darum, ja, Kiffen, Cannabiskonsum muss legalisiert und reguliert werden. Wir wollen nicht die Kinder und. Aber keine Werbung, aber auch keine Werbung für Alkohol. Keine Werbung. Ich habe das mal in einem Vortrag gesagt, ja, wenn wir eine vernünftige Drogenpolitik machen wollen, dann muss es ein Werbeverbot geben. Und zwar nicht nur jetzt für Alkohol und Tabak, sondern auch für Zucker und Medikamente. Und wir wollen die Gesundheit und auch die sozusagen Drogenerziehung und den Konsum nicht der Profitabteilung überlassen. Matthias, lass uns bei Drogen bleiben, weil Drogen haben, wenn wir jetzt so tun würden, als wären Drogen etwas Neues, was in den 60er Jahren eingesetzt wird, dann ist das eine Form der Unbildung, ist unerträglich. Ich möchte hier eine Schnittstelle machen, weil du bist jemand, der sich mit Rausch, ja, was es und Rauschmitteln und was sie einen bringen können, was sie den Bewusstsein erweitern können, bist du auch immer auf Persönlichkeiten gestoßen, die man kennt, und wie ich habe schon gesagt, die habe ich leider nicht mehr persönlich kennengelernt. Du hast vorhin genannt, dieser Film, der vom Landwirtschaftsministerium, ist über 43. 43 wird, glaube ich, auch das LSD erfunden. Oder 43 sitzt Albert Hofmann in Basel. In Basel, in den Naturstofflabor der Sando-Werke, eines Pharmaunternehmens. Er hat gerade die mussten im Zweiten Weltkrieg die Schweizer Armee dann an die Grenzen sichern. Und das war immer so, du gingst 3 Monate zum Militär und dann kommst du wieder 3 Monate zurück in deinen Job. Und er war gerade 3 Monate im Tessin, die Schweiz gegen Mussolini verteidigen, kommt zurück und erinnert sich, ich habe ihn dazu dann gefragt. Wir haben Sie persönlich kennengelernt, euch verband eine sehr lange Freundschaft. Wir haben uns dann tatsächlich angefreundet und ich habe ihn dann mal gefragt, wie Albert, wie bist du denn eigentlich darauf gekommen? Ja,
Und dann sagt er, ja, wir hatten ja schon 1938 das Mutterkorn. Das Mutterkorn ist ein Pilz, der auf Getreide wächst. Und früher gab es schon öfter sozusagen Gesundheitskatastrophen, wenn irgendein Bäcker dieses verpilzte Korn verbacken hat. Dann konnten schwere Vergiftungen entstehen. So, jetzt haben die Sandow-Werke und Albert als Chef des Naturstofflabors 1938 sich mal das vorgenommen. Sag, warum heißt das eigentlich Mutterkorn? Warum wird eine Pflanze so genannt? Ja, weil die schon im Mittelalter und auch schon bei den Römern als ein Medikament eingesetzt wurde. Wie denn? Ja, blutstillend bei der Geburt. Deshalb Mutterkorn. Also man hat das gebärenden Müttern gegeben, wenn die Blutungen nicht aufhörten und so weiter. Also so, da hat man ein... Ja. Also da gibt es eine Magie in der Pflanze. Und da hat der Albert und die Sandow-Werke gesagt, okay, lass uns doch mal nach den Wirkstoffen suchen. Was könnte da drin sein? Ja. Und 43 sagt er, ich sitze dann da, ich war gerade wieder ein paar Tage im Dienst nach der Militärzeit und denke mir, wir haben doch 1938 dieses Mutterkorn. Und eigentlich hat er nach einer kreislaufstimulierenden Substanz gesucht und hat gesagt, ich nehme mir das nochmal vor. Und hat es dann nochmal hergestellt, also eine LSD heißt Lysergsäure, die Ethylamid, also mit zwei Ethyldingern dran. Er hat das nochmal hergestellt. Also ich muss da nochmal gucken, da könnte doch 5 Jahre zuvor was dran sein. Und bei dieser Herstellung, er sagt, ich habe keine Fehler gemacht, es war absolut alles clean. Kommt er damit in Kontakt? Kommt er damit auf magische Weise in Kontakt und sagt dann zu seiner Mitarbeiterin, ach Frau, ich fühle mich irgendwie nicht gut, war morgens 10 Uhr oder 10:30 Uhr, ich glaube, ich muss nach Hause. Ja, was ist denn, Herr Dr. Hoffmann? Ja, ich weiß auch nicht, ich habe so einen Schwindel, leicht, ja, und so. Ich setze mich jetzt aufs Fahrrad und fahre nach Haus. Und dann ist die Sekretärin oder Mitarbeiterin auch mit ihm noch gefahren. Und da hat er bis heute ungeklärt, er sagt, ich habe das LSD nicht erfunden, es ist zu mir gekommen und er kann sich nicht erklären, wie hat er diesen ersten Rausch mit dieser Substanz, die völlig chaotisch verläuft. Er denkt, er ist wahnsinnig geworden, er ist verrückt geworden, seine Nachbarin kommt rein, er denkt, das ist eine Horror-hexenartige Figur. Er denkt, oh Mann, seine Frau und seine Kinder waren an dem Tag verreist, er war allein. Und dann ließ dann irgendwann, er ist dann in die Küche und sagt, ja, ich trinke erstmal Milch. Milch ist ja ein berühmter Entgifter. Hat dann auch seine Milch getrunken, aber es ging weiter und sagte, ich verliere meinen Verstand, ich werde irre, ich werde verrückt. Und der Arzt wurde gerufen, der Arzt misste Puls, Blutdruck, Dings und Hoffmann, alles in Ordnung. Ja, er hat ihm auch keine Medikamente oder irgendwas gegeben. Und dann erzählte er, also hat er ja auch drüber geschrieben, der Hoffmann in seinen Büchern, dass er dann am späteren Nachmittag auf einmal, als die Wirkung irgendwie so nachlässt, er dann aufsteht und rausgeht in seinen Garten. Und dann sagt er, ja, und da sehe ich auf einmal, das sieht ja, also die ganzen Büsche und Sträucher und Blumen und Bäume, die strahlen ja alle. Das ist ja, und da habe ich mich an ein Erlebnis erinnert, was ich als 12-Jähriger hatte, weil mein Schulweg führte durch den Wald und irgendwann war so ein herrlicher Frühlingstag und die Sonne scheint und ich stehe da und schaue so die Bäume an und die strahlen auch alle so. Also ein Naturwissenschaftler macht eine mystische Erfahrung. Macht eine mystische Erfahrung, erstmal als 12-Jähriger schon im Wald, wo er denkt, oh, ach,
Ja, das ist so schön. Das erzählt er mir dann in dem Gespräch auch. Da sagt er, ja, und ich habe, als ich das dann gespürt habe, dass da irgendwie in dem Wald, dass das alles lebt und verbunden ist auch mit mir, da habe ich gesagt, ach so, das ist das, worüber die Erwachsenen immer reden und wenn sie mich rausschicken. Ja, also wenn das Geheimnis, große Geheimnis der Erwachsenen ist das hier. Ja, und als er dann 43 nach diesem unerklärlichen Trip, den er da gemacht hat, der langsam nachlässt. Also mit einer Überdosis ist er eingestiegen. Mit einer extremen Überdosis ist er da eingestiegen und dann lässt das aber langsam nach und er geht raus in den Garten und hat wieder ganz genau diese Empfindung. Und dann hat er am nächsten Tag sich in sein Labor gesetzt und sagt, so, das mache ich jetzt aber mal richtig. Und dann gucken wir mal, was ist denn hier die wirksame Dosis? Und das ist das Verrückte bei LSD. Es sind 50.000stel Gramm, also eine Staubkorn. Ja. Und das kann dein, oder nicht kann, das verändert dein Bewusstsein wirklich total. Also diese winzigen Mengen, dann hat er weitere Selbstversuche erstmal gemacht damit und hat auch noch hohe Überdosierungen dabei sich eingepfiffen. Und dann mit den Verantwortlichen bei Sando geredet und die fanden das dann hochinteressant. Dann haben verschiedene andere auch Versuche damit gemacht. Und dann kam ja LSD als Delusid auf den Markt. Und zwar speziell für Psychiater, Psychologen und so. Und, als ein öffnendes Medikament. Als ein, ja genau, die Seele öffnendes Medikament und der Beipackzettel. Und das ist großartig, finde ich, nach wie vor, stand dran und dann schon drauf, der Arzt, der das einem Patienten verordnet, soll das vorher erstmal selber nehmen. Also, dass die Ärzte... Das ist ja heute nicht mehr so. Wir haben ja heute Totalverbot. So, also, dass die Ärzte erstmal selber ausprobieren und das, es hat ja keine körperlichen, also du nimmst ein Tausendstel, hunderttausend, also eine Staubkorn. Ja, natürlich hat das keine körperlichen Wirkungen auf deine Leber, Niere, sonst wie jede andere Substanz, weil es einfach winzig ist. Es wirkt nur hier im Kopf und auf dein Bewusstsein, auf deine Wahrnehmung. Und gut, dann hast du auch andere Körpergefühle, aber die haben nichts damit zu tun, dass jetzt irgendeine Substanz in deinem großen Zeh oder so wirkt, sondern hier, du bildest dir ein, das ja und so weiter. Also diese zusammenfassend sagen, diese Substanz, wenn man sie richtig dosiert, sorgt dafür, dass du dir bewusst, was du spürst, dass du nicht isoliert in der Schöpfung bist, sondern du bist Teil eines Ganzen. So und das genau. Also ich habe ja dann auch mit Albert Hofmann viel darüber gesprochen. Und dann der auch 100 geworden ist. Der ist 102 geworden, ja. Und zu seinem 100. gab es eine große, 2006 eine große Konferenz in Basel mit 2000 Leuten aus aller Welt und so. Wo ja, er auch noch begrüßt mit Hi. nee, Albert ist da auch noch aufgetreten, hat geredet und so. Und wir haben... Hund, wir haben doch so viel Platz in diesem Garten, ja. Geh bitte aus diesem... Timmy, komm mal her, ja? Komm mal her. Timmy, komm, ab. Ab. So, gut. Wir sind wieder da. Also, es gab diese große Konferenz dann 2006 zu seinem 100. Und wir haben dann ein Buch gemacht, auch zusammen mit seinen letzten Essays und Vorträgen und Sachen. Das heißt, Der Weg nach Eleusis. Und ich habe dann auch noch mal zu Eleusis einiges geschrieben später. Kurze Erklärung, Eleusis ist ein Ort in Griechenland. Eleusis ist das größte Mysterium in Griechenland gewesen, ein Tempel, ein Ort, 30 Kilometer von Athen entfernt, wo 1500 Jahre lang bis zum 3. Jahrhundert nach Christus jedes Jahr Rituale fanden, zu denen man musste vorher einen 6-wöchigen Kursus machen und dann wurde man als Initiant sozusagen zugelassen und dann am
20. und 21. September, dem Tag der Demeter, also der Göttin der Fruchtbarkeit und der Ernte, unser Erntedankfest, sowas haben wir hier auch noch um diese Zeit, wurde marschierten die Menschen von Athen nach Eleusis und bekamen dann da, bevor sie in einen dunklen Tempel eintraten, riesigen, der schönste und größte Tempel ganz Griechenlands, einen kleinen Becher mit dem Kykeon, dem heiligen Trank. Prost, da ist jetzt leider kein LSD drin. Obwohl. Und dann fand da etwas statt in diesem dunklen Saal. Über das man nicht mehr sprechen durfte. Über das man nicht sprechen und nicht schreiben sollte. Und Platon, Sophokles, name it, also alles, jeder Grieche sollte, musste nicht, aber sollte in seinem Leben mindestens einmal dieses Ritual mitgemacht haben. Platon war mehrfach da. Würdest du andeuten oder willst du damit andeuten, die griechische Philosophie, die unterschiedlichen Denkschulen, alles, was Europa mehr sehr stark geprägt hat, hat was mit LSD zu tun? Hat was mit der Erfahrung zu tun, die Menschen in Eleusis gemacht haben. Und das war eine Erfahrung, die ihnen, ja, jetzt mal ganz einfach und platt ausgedrückt, die ihnen klar gemacht hat, dass sie eine unsterbliche Seele haben. Dass ihr Bewusstsein etwas ist, was, oder ihre Seele oder ihr Geist oder wie man das nennen will, etwas ist, was den Tod überdauert und überlebt. Das heißt, der Tod ist nicht das Letzte und man muss auch damit keine Angst vor dem Tod haben. Das ist ein Bewusstseinswechsel. Sowas. Ich habe da mit dem alten Albert, wir haben noch ein großartiges Interview gemacht. Wie gesagt, Teile davon sind abgedruckt in dem neuen Buch. Ne? Also die Geschichten, von denen wir hier gerade sprechen, das sind nur Passagen aus diesem Buch und dieses Buch vereint Texte, die 30 Jahre und auch natürlich jünger sind, zeitlos. Also von daher. Und ich habe mit dem Albert dann das Interview gemacht, wo wir Teile da abgedruckt haben drin jetzt. Und da waren auch Filmemacher dabei. Es gibt diesen Film noch, der hat 2 Stunden gefilmt. Das ist das letzte Interview mit dem 100-Jährigen. Der wollte einen großen Film machen, hat irgendwas nicht geklappt. Ich habe gerade jetzt gesprochen, hier mit der Peter hieß er, der soll doch mal dann das wenigstens ungeschnitten irgendwie zur Verfügung stellen als Dokument. Hoffentlich passiert das bald. Jedenfalls winkt mir da irgendwann der Kameramann, wir sitzen bei Hoffmann im Wohnzimmer auf dem Sofa und reden. Der muss irgendwie die Kassette wechseln oder irgendwas. Wir redeten schon eine Stunde und ich sagte dann Albert, wir müssen mal eine Pause machen. Ich sagte, ja, wenn ihr eine Pause braucht, ja, nachdem. Und dann gehen wir raus. Er hat ja auf so einer Almwiese der Rittimatte bei Basel gewohnt, wunderschön. Man guckt in die Vogesen, man guckt in die Alpen. Er hat es als Paradies bezeichnet. Paradies, wenn man im Paradies lebt, will man nicht so schnell weg. Und wir gehen da lang in der Sonne und ich sage, Albert, jetzt so im zweiten Teil des Gesprächs würde ich gern mit dir so über das Sterben und den Tod reden. Und hast du eigentlich Angst vorm Tod? Und dann bleibt er stehen und guckt mich so an, so ein bisschen so wie so ein Lehrer, so ein bisschen begriffsstutzigen Schüler anguckt und sagt, aber Matthias, schau noch mal hier, schau die Wiese, schau die Sträucher, die Blumen, die Bienen, die Vögel. Ich bin noch schon immer ein Teil von dem und ich werde immer ein Teil von dem bleiben. Es gibt im Leben kein Ende, es gibt nur Transformation. So, das ist die Message, sage ich jetzt mal, die Eleusis den Menschen auch gegeben hat. Ist dann aber doch auch, das sagst du ja auch immer wieder, auch in deinen Büchern und Privatgespräche, das sind die eigentlichen Sakramente. Das wurde dann verändert. Das ist das Sakrament, der heilige Trank, so hieß er ja, Kykeon bei den Griechen. Es gibt ein wunderbares Buch, was ich auch schon mehrfach empfohlen habe. Brian Moraresco heißt der junge Mann, oder ja, der Autor, The Religion with No Name, der zeigt, jetzt gerade vor 3 Jahren, glaube ich, erschienen, der eine wunderbare Recherche gemacht hat über das frühe Christentum und anhand von erst in den 90er Jahren entdeckten Fresken in Katakomben in Rom, also in den
Höhlen da unter der Stadt ein ja, Fresko zum Beispiel, wo man quasi die Abendmahlszene sieht, die Da Vinci gemalt hat, viel, viel später. Aber an diesem Tisch, wo offenbar ja irgendein Ritual, Abendmahl, was immer gefeiert wird, sitzen auch lauter Frauen. Hallo, was machen denn die Frauen da? Ja, der Muraresco zeigt, dass das christliche Sakrament höchst wahrscheinlich, es gibt auch sozusagen Beweise dafür, dass das aus der eleusischen Religion hervorgegangen ist, aus dem Gebräu der Demeter, aus diesem Mutterkornbräu, was man den Menschen eben als Sakrament gegeben hat, dass auch das christliche Sakrament in den ersten 300 Jahren des Bestehens, waren die Christen ja eine schwer verfolgte Sekte. Die durften nicht, die Römer, ja, und so weiter, und mussten ihre Messen, ihre Rituale in Kellern, verdeckt feiern. Und das war, so zeigt er da ziemlich überzeugend in diesem Buch. Ich hoffe, das wird jetzt bald mal auf Deutsch übersetzt, auch damit man das auch hier mehr zur Kenntnis nimmt, dass das Christentum eben aus dieser sozusagen psychedelischen Religion gekommen ist, die ersten 300 Jahre auch noch ein echtes Sakrament hatte. Und dann wird es von Kaiser Konstantin in Rom zur Staatsreligion erkoren, 300 noch was. Und diese Erkenntnis ist nicht mehr für jeden. Da fliegen die Frauen raus, ja. Da haben die Frauen nichts mehr zu melden und der heilige Trank wird durch ein Placebo ersetzt, was bis heute der Fall ist. Also die Christen feiern zwar noch ihr Sakrament, aber es hat keine Wirkung mehr. Oder? Lass uns ins Jahr 43 nochmal zurückkehren. LSD wird dort entdeckt, heißt ja noch nicht so, also der Hoffmann entdeckt es zufällig und... Ja. Weiß nicht, wie er damit in Kontakt kommt. In dieser Zeit wird auch an der Atombombe gearbeitet? Selbe Zeitpunkt, ja. Das ist so irre. Ich habe mal geschrieben, einen Aufsatz, der Transpsychedelische Express. Ja, das, was vielleicht miteinander zu tun. In Los Alamos wird gerade die stärkste Vernichtungswaffe gebaut. Und in Basel am Rhein sitzt da so ein kleiner Chemiker und entwickelt sozusagen die geistige Atombombe. Ja, also das ein Medikament, was dir den Geist öffnet. Und haben die zwei, ich habe da mal sozusagen spekuliert, hat das was miteinander zu tun, dass da zum selben Zeitpunkt sowohl die große Zerstörungswaffe konzipiert wird, als auch die große Befreiungswaffe, die dein Geist, dein Gehirn, dein Sein irgendwie auf eine ganz, ganz wesentliche Weise verändert und erweitert. Haben die Dinge was miteinander zu tun? Ich habe den Hofmann dann mal gefragt, sag mal, glaubst du, wenn wir jetzt den Chefs der NATO und USA, Verteidigungsministerium. Den ganzen Kriegsherren. Wenn wir die jetzt hier mal versammeln und machen mit denen so ein eleusisches Experiment und Ritual, glaubst du, dass dann würden die Kriege zu Ende sein und so weiter und so weiter? Und da sagt er dann, Matthias, ich bin Wissenschaftler. Und um die Frage zu klären oder zu beantworten, bräuchte ich eine Versuchsanordnung. Also quasi eine zweite Erde, auf der ich das ausprobieren kann. Oder ich mache das Catering bei der nächsten Münchner Sicherheitskonferenz. Ja. Auch so, was würde da, also die hier in der Hippie-Zeit gab es ja etliche, die sagen, ja, das so müsste man es machen, ja, damit die so ein bisschen über ihren Horizont rausgucken. Ich habe ja in meinem Kennedy-Buch, also ich habe ein Buch über den Mord an Kennedy geschrieben. Selbstmord, der hat ja Selbstmord begangen. Habe in dem Kennedy-Buch die Geschichte von Mary Pinchot Meyer erzählt, seiner Geliebten. Mhm. Die ihn tatsächlich in den ersten zwei Jahren seiner Amtszeit als Präsident
auf eine merkwürdige Weise umgedreht hat. Der Kennedy, JFK, kommt als Hardcore kalter Krieger ins Amt. Raketenlücke. Und so weiter und so weiter. Aber nach 2 Jahren fängt er auf einmal an, wir müssen abrüsten und wir, Vietnam, wir müssen da raus und. Ja. Was ist denn das? Ja, die Mary, die sofort im Weißen Haus auflief, wenn Jackie mit den Kindern in Camp David oder irgendwo am Wochenende weg war, die Kennedy beraten hat, auch eine Journalistin, eine kluge Frau, die hat ihm irgendwann gesagt, hey Jack, hör doch mal auf mit dem Pissing Contest. Ja. Wer pisst am weitesten, du oder der Russe? Was soll der Scheiß? Sag mal, seid ihr? Ne? So, also, wenn du das jetzt so erklärst, das haben wir jetzt ja wieder. Naja, klar, ja. klar. Jetzt haben wir es gerade wieder und Kennedy dreht sich im Grab rum, ja, und sein Neffe, der jetzt möglicherweise kandidiert, aber nicht darf, ja, weil nur ein Parteiensystem mit 2 rechten Flügeln, da brauchst du keinen dritten, ja, also irgendwie. Der JFK würde sich im Grab drehen, wenn er sieht, was heute in Amerika passiert. Und es gibt Kollegen, Seymour Hersh vorneweg, die das anders sehen und sagen, ja, der Kennedy, der wollte ja gar nicht aus Vietnam und so weiter. Also wie gesagt, da bin ich aber, Seymour Hersh ist ein guter, aber da sind wir über Kreuz, was die Meinung angeht. Die Amerikaner haben eben ja jetzt auch, um nochmal zu Albert Hofmann kurz zu kommen, 65 wird LSD verboten. Bis dahin ist es ja erlaubt und ein Medikament, Delusit heißt es. 3 Millionen Amerikaner haben Erfahrung damit gemacht. Und noch 5. Also offiziell. Ja, ja, klar. Und noch, aber das ist das Interessante, 5000 Ärzte haben seit den Ende der 40er, Anfang der 50er bis zum Verbot in den 60ern, das ja als Medikament in ihrer therapeutischen Praxis verwendet. Es gibt ca. 5000 Berichte von Ärzten aus der ganzen Welt. Sandow hat dieses Medikament an Ärzte, vor allen Dingen an Psychiater, Psychotherapeuten und so abgegeben, eben mit der Ansage, du musst es aber erstmal selbst nehmen und dann bitte ein Report, weil das war ja was Neues, das, ja, man wollte von den Ärzten, die mussten auch nichts bezahlen dafür, man wollte ja gucken, ja, was werden für Erfahrungen gemacht, und wir haben 5000 Forschungsberichte von Medizinern, die in der Zeit das verwendet haben mit ihren Patienten und das beschrieben haben, und als dann Tim Leary in Harvard und seine Kollegen das eben auch entdecken, und dann anfangen zu publizieren darüber und auch sagen, hey, du brauchst keinen Therapeuten im weißen Kittel dazu, du kannst das auch selber alles machen, wenn du dich daran hältst. Also The Psychedelic Experience heißt dann das Buch, was sie machen, anhand, so ist der Titel, anhand des tibetanischen Totenbuchs. Also da geht es auch schon ums Sterben und ums ewige Leben. Ja. Ich glaube, dass die Musik der 60er Jahre, wie sie heute auch kennen, die großen Bands der 60er Jahre, die klingen, wie sie klingen, weil sie da, glaube ich, auch angeturnt wurden, sozusagen. Die Beatles waren ja zum Beispiel eine Band, die hier jeden Abend 3 Stunden live Rock'n'Roll zocken mussten. Warum reden die über LSD, kommt der Helikopter? Black Helicopter kommt, ja. Es ist meiner. Ja. Die nächste Lieferung. Ja. Also die Beatles, nur mal als Beispiel, in Liverpool eine Band, dann in Hamburg, ja, die sozusagen am Abend 3 Stunden live spielen müssen, junge Kerle, 17, 18, 19, und eben den ganzen Rock'n'Roll-Kanon runterhacken, ja, so wie mit Bier und mit Speed. Ja, so. Also man nimmt so Captagon oder irgendeinen kleinen
kleinen Kicker und trinkt noch Alkohol dazu und so kann man dann 3 Stunden lang abrocken. Ja, das geht. Aber von Marihuana, geschweige denn von LSD, haben die Jungs null Ahnung. Jetzt kommen sie auf ihre erste US-Tour und treffen da natürlich ja auch die entsprechenden oder ihre Kollegen aus USA, allen voran Bob Dylan. Und Bob hat irgendwie Hotelzimmer und die Beatles haben hier ein Konzert und sagt, hier, wir gehen mal zu dem Dylan, ja. Und dann gehen sie da zu ihm in das Zimmer und Dylan macht einen Joint, ja, sagt die Leute. Und die kennen das gar nicht, die Liverpooler Jungs, ja, eher aus proletarischem Milieu, ja, ja, so. Und eben Bier und Speed und Druff. Und Lennon hat Schiss und schickt erstmal Ringo vor. Der muss erstmal ziehen und rauchen. Ja, so werden die Beatles aber vom Dylan dann angeturnt und auch mit LSD dann ein bisschen später in Kontakt gebracht. Und ja, machen dann ihr Beatles-Ding, so wie wir es kennen. Also sind jetzt nicht mehr einfach eine I Wanna Hold Your Hand Rock'n'Roll Band, sondern machen eher Imagine am Ende des Tages und so weiter. Ja. Und dann auch die Reise nach Indien und so weiter. Das hat und so weiter und das kommt alles. Die machen sich auf, kann man macht, sagen. Genau. Doppeldeutig, ne? Kommt in dieser, das kommt dann und das spielt, glaube ich, schon. Da haben die, also sagen wir, bewusstseinserweiternden Substanzen eine wesentliche Rolle gespielt bei dieser Entwicklung der Band und auch alle anderen oder viele anderen, ja, die dann folgen. Und Leary und Ralf Metzner, sein Assistent, von dem habe ich auch 2 Bücher übersetzt, mal auf Deutsch, Ralf auch vor ein paar Jahren gestorben, die fliegen raus in Harvard. Und was so verrückt ist, dass jetzt seit 5, 6, 7 Jahren die psychedelische Medizin ja wiederentdeckt wird. Und ich sage immer, ja Mensch, aber das haben doch Leary und Konsorten 1963, 64, 65, genau so schon alles beschrieben. Und jetzt kommt ihr damit, ja, Tim Leary war von Richard Nixon zum Staatsfeind Nummer 1 erklärt. Also war ja auch, wurde verfolgt, halb um die Welt in Afghanistan, haben sie ihn gekascht und in den Knast gesperrt. Also der Staatsfeind Nummer 1 ist jetzt mit dem, was er damals publiziert hat, ganz weit vorne, weil die Therapeuten, die jetzt merken, oh, das ist aber interessant, wir geben so einem terminal schwerkranken Menschen, der ja irgendwie einen scheiß Krebs hat oder irgendwas und definitiv nur noch 5, 6 Monate hier anwesend ist und total Angst vorm Sterben und der kriegt nichts mehr auf die Reihe, mit dem machen wir mal eine 2 oder einen Nachmittag 4, 5 Stunden Session mit LSD oder Psilocybin wird jetzt meistens genommen, ist aber ganz ähnlich. Und das ist aber erstaunlich. Der Mann oder die Frau, die ändern danach so richtig ihre Haltung, ihr Leben. Ach so, ist das. Sie sind gelassen. Sind gelassen. Die können loslassen. Und wissen auch, aber ach Mensch, ich muss unbedingt nochmal mich mit meinem Cousin oder mit dem oder mit der treffen. Wir haben da noch ja emotional irgendwie stimmt's da nicht bei uns. Also die fangen wirklich an, nochmal ihr Leben aufzuräumen, die Menschen, ja. Und Konfliktherde zu Friedens. Und sowas und so, ja, so. Und leben dann manchmal auch noch ein paar Monate länger. Also LSD heilt nicht ihre Krankheit, aber es heilt sozusagen, oder Psilocybin. Im wahrsten Sinne des Wortes kampflösend. Genau, so. Und jetzt stellt man das fest, in der Johns Hopkins Universität, Harvard, überall die ganzen US. Ach, das ist aber interessant. Ich kann da nur sagen, ja, guck doch mal, ihr habt den Leary bei Harvard rausgeschmissen, weil er das sozusagen ja, seinen Studenten empfohlen hat. Ja, nicht erst, wenn du auf dem Sterbebett liegst. Und das ist erstaunlich und das hat zu dieser Renaissance geführt. Jetzt in der Medizin, der Psychedelika, und ich habe jetzt öfter auch Anfragen gekriegt, Herr Brückers, Sie kennen sich doch damit aus oder Sie kennen doch den Hoffmann und so. Wollen Sie nicht mal einen Artikel schreiben oder was machen für uns über Microdosing?
Das ist ja jetzt der allerneueste Knüller, dass sich die CEOs von irgendeiner Silicon Valley-Bude vorher Microdosing, also eine Mikrodosis, eine winzige Dosis LSD reinziehen, weil sie da ihre Bilanzpressekonferenz noch flotter und noch besser und so weiter. Also in ganz kleinen Dosierungen hat LSD eine stimulierende Wirkung, ja, und das wird jetzt genutzt von ja eben Geschäftsleuten, Bankern und. Und ich habe aber keinen Artikel darüber gemacht, weil ich sage, nee, ich lehne das ab, beziehungsweise ich lehne es nicht ab. Aber das ist keine Eliten. Meine Anweisung wäre, bevor du mit diesem Microdosing anfängst, nimmst du erstmal 300 Mikrogramm. Ja, so. Mach erstmal eine richtige Reise mit LSD. Ja. Und danach willst du vielleicht deine blöde Bilanzpressekonferenz gar nicht mehr halten, weil dich deine Scheißbilanz überhaupt nicht mehr interessiert und denkst, es gibt Wichtigeres und anderes auf der Welt als plus, minus, bla, bla, bla. Ja. Also, das ist, aber diese Erkenntnisse, die man jetzt medizinisch gewinnt über die Wirksamkeit dieser Substanzen, auch über die nachhaltige Wirkung. Also, du machst eine Session mit deinem Therapeuten, Nachmittag lang, 5-6 Stunden, und die wirkt aber der Mann auch am Tag danach und Wochen danach und Monate danach, ja, der hat einfach hat was gelernt und ändert sein Verhalten. Ha, wie kommt denn das? Was ist denn, das ist ja irre. Gerade letzte Woche in Nature ein Artikel: Psilocybin desynchronize the brain oder so. Also es werden neue Straßen verlegt. Es wird etwas desynchronisiert. Typische Verbindungen werden verändert. Also festgefahrene Wege werden festgefahrene Wege. Neue Trampelpfade. Neue Trampelpfade werden geprägt. Und da, ach so. Und dann wundern sich die, ja, wenn jetzt über diese Erfolge der Therapie, gerade bei schwer kranken alten Menschen, ja. Das ist ja irre. Guck mal hier, der hat sein Leben lang gemacht und jetzt fängt er auf einmal an und macht was ganz anderes. Bei das größte Geschenk für Albert zu seinem 100. 2006 war nicht dieser wunderbare große Kongress, wo aus aller Welt Leute kamen, und auch nicht das Buch, was wir gemacht haben, sondern dass das Schweizer Gesundheitsministerium 2006 die erste Zulassung wieder gegeben hat, einem Arzt, dem Peter Grasser in Solothurn: Du darfst mit Sterbenden LSD-Sitzungen machen. Ja? Und das hat Albert da auch auf der Konferenz gesagt. Das ist das größte Geschenk für mich jetzt zu meinem 100. Dass wir wieder, das LSD wieder zurückkommt in die Medizin, in die medizinische Therapie. Matthias, kannst du dir noch mal eine drehen? Ich möchte kurz einen Break machen. Ich glaube, dass Hoffmann ja auch mit Ernst Jünger befreundet war. Ziemlich gut sogar. Ich gehe auch davon aus, dass Ernst Jünger. Die haben ja zusammen, Ernst Jünger hat darüber geschrieben. Genau, dass die ihre Erfahrungen gemacht haben. Man darf auch nicht vergessen, während LSD verboten wurde, hat die CIA heftig damit herumexperimentiert. Genau. Also Angst an Leuten, die nicht wussten, dass sie Opfer von diesem Waffen werden. Ja, ja. Weil man kann es ja überdosieren und springen Leute aus dem Fenster. Also das war ja die Idee dahinter, wie können wir Leute in den Irrsinn treiben. Also es soll nicht bewusst sein, sondern wir wollen eigentlich die Kontrolle. Control, also MK Ultra. Mind Control. Genau. Und ich glaube, 43, das hat, glaube ich, auch Neuss gesagt, war das Jahr, in dem er sich selbst verstümmelt hat? Genau. Wolfgang Neuss, den ich 81 kennengelernt habe. In Berlin sitzend als... In der Bude sitzend, als wie so ein indischer Sadhu, ein Schillimer oder Joint nach dem anderen, rauchend. Ja. An was arbeiten Sie gerade? An mir selbst? Ja, genau. Ja. Ich arbeite nicht mehr, ich arbeite an mir selbst und ich mache Kabarett nur noch hier im Sitzen. Ja. Und ich habe ihn dann als Kolumnist für die Taz gewonnen. Das heißt, du bist immer hingefahren morgens vor der Aktionssitzung. Da waren gerade meine Kinder auf die Welt gekommen. Ich habe gesagt, Wolfgang, ich kann jetzt nicht mehr nachmittags hier bei dir vorbeikommen und noch ein Tütchen rauchen und so. Ich, wie, was? Ich habe jetzt Zwillinge und
und die werden morgens um 6 wach. Und da, ach, du stehst schon um 6 auf? Ja, dann kannst du doch zum Frühstück kommen. Und so, er hat immer im Café Möhring am Schloss Charlottenburg, gibt es leider nicht mehr, gefrühstückt morgens um 7. Und dann habe ich das tatsächlich gemacht über, na, nicht immer am Morgen, manchmal bin ich auch noch nachmittags hin, aber 7 Jahre mit ihm gefrühstückt, bis zu seinem leider viel zu frühen Tod. 3 Monate, 5 Monate vor Mauerfall, aber ja, weil das wäre... Das wär, hätte er gerne erlebt. Ja. Und, aber bei ihm war ja die Mauer schon längst gefallen. So, genau. Und dann haben wir da im Café gesessen. Wolfgang war schon seit 5 Uhr wach, hatte schon die Zeitungen gelesen, Radio gehört. Er war ein Orakel. Hatte schon eine Tüte geraucht, ja. Und er hat das dann, die Kolumnen, die er gemacht hat für die Taz, gar nicht geschrieben, sondern ich habe das Band angestellt und er hat losgelegt und ich habe hinterher einen Text draus gemacht. Ne? Ja, orakelartig, auch medial irgendwie, der hat da irgendwie, ja, was weiß ich, für Antennen gehabt und halt gnadenlos witzig, ja. Und auch, kann man bei dir ja auch erkennen, Wortschöpfungsmaschine. Ja. Du sagst ja auch, wir haben Zufilisation, sagst du. Ja, Zufilisation, genau. Und Kapitalismus. Solche Dinge, ja, also das hat ja aber auch ansteckend. Wir kennen natürlich die Talkshow 85 mit Ritchie, ja, also dem ehemaligen Bürgermeister. Auf deutschem Boden darf nie wieder ein Joint ausgehen. Ja. Kam ja gar nicht von ihm, kam ja auch auf einer Knastkarte. Er hat bedient, aber ist egal, er hat es gut gebracht. Er hat einmal gesagt, er hat entdeckt irgendwann mal, wo er komisch wurde, dass er Witze oft besser erzählen kann, als die, von denen er... Genau, er war ja... Baujahr, Jahrgang 23, ja. Wird eingezogen zur Nazi-Armee. Ja. Ich war Schlachtergeselle von den Zeitungen. In der Zeitung konnte ich nur die Fußballergebnisse und die Ernteberichte verstehen. Ansonsten, so, jetzt kommt er in die Armee und nach Russland, irgendwo an die Front. Und wird auch gleich verletzt mit irgendeinem Schuss. Er hat das Eiserne Kreuz am Ende. Naja, egal, kommt ins Lazarett. Um fit gemacht zu werden wieder. Um fit gemacht zu werden und stellt dann fest, er hieß ja Hans Otto Wolfgang Hansi. Ja. Der kleine Hansi, wie er damals auch genannt wurde, Hansi. Hansi stellt irgendwann fest, oh, ich kann Witze besser erzählen als die, von denen ich sie habe. Also wird ein Unterhalter. Wird ein wahrscheinlich schon im Lazarett. Wie nennt man das? Ja. Truppenbetreuer. Genau. Ja, fängt an im Lazarett Witze. Gute Stimmung zu sorgen. Stimmung zu machen. Muss ich vorstellen, das Lazarett ist voll mit Schwerverwundeten. Voll mit Schwerverwundeten. Bein ab, Arm ab, Kopfschuss, bla bla bla. Jetzt muss er wieder zurück an die Front. Und zwar nach Chef. Ich habe das mal nachgeguckt. Ja, da finden 43 heftigste Kämpfe statt. Ja. Und er hat mir das mal erzählt, sagt er, ja, und ich liege da irgendwie in meinem Schützenkram und sehe da hinten 100 Meter, noch nicht mal 50 Meter, steht der Russe. Und wenn er mich sieht, duckt er sich schnell und wenn ich sehe, ducke ich mich. Und ich habe aber gesehen, da sind ja noch viel, viel mehr. Also wenn ich hier bleibe, bin ich weg. Und dann hat er sich mit seinem Gewehr selber in den Zeigefinger der linken Hand geschossen. Musste also wieder ins Lazarett. Er wollte weiter Witze erzählen und hat dann den schönen Satz gesagt, Selbstverstümmelung ist eine gute Friedensbewegung. Ja. Und so ist er dann wieder ins operiert worden, erstmal an der Hand. Ja. Und dann kam er ins Lazarett. Und dann war der Krieg zu Ende. Er ist im Gefangenenlager irgendwo in Norddeutschland. Da ist noch einer, der kann Geige spielen. Und er sagt, hier, komm. Als sie dann entlassen werden, er war ja nur ein kleiner sogenannter Schütze-Arsch, also kein hohes Tier in dieser Nazi-Armee. Komm hier, wir nehmen uns einen Leiterwagen und du spielst Geige, ich erzähle, wir singen zusammen und wir gehen zum nächsten Gasthaus und sagen, wir treten auf für ein Abendessen und wenn wir in der Scheune schlafen dürfen. Ja. Und so geht er los. Das erste Programm, was er dann hat, heißt Lachkalorien. Mhm. Es gibt damals kaum was zu essen in Deutschland. Ja.
aber die Lachkalorien sorgen dann dafür, dass er entdeckt wird. Und dann, hier, der Typ ist ja gut. Auch von einem britischen Besatzungsoffizier, der feststellt, oh, hier, der macht aber komische Witze hier über Macmillan und über die Engländer. Dann wird er, dann kommt er einen Tag oder zwei in den Knast, ja, weil er eben die böse Witze über die Engländer gemacht hat. Ja. Aber dann kommt dieser Offizier nochmal zu ihm und sagt, Herr Neuss und so, das ist alles halb so wild. Aber lassen Sie das da mit dem und dem Witz, den bringen Sie nicht mehr und hier gebe ich Ihnen mal was. Und der britische Offizier gibt Wolfgang dem Schlachtergesellen und jetzt ein Buch von Kurt Tucholsky. Ja. Und da fängt Neuss an zu lesen und das gibt ihm den Kick, sozusagen ein politischer Kabarettist zu werden, ja, nicht nur einfach ein Witzeerzähler, der, ja, gute Laune macht. Ja? Und dann wird er halt zu dem Filmstar und also aus einem Comedian wird ein Satiriker. Genau, nicht, genau. Was wir heute erleben, dass viele sich auf die Comedy verschrieben haben, damit sie nicht mehr so kritisch sein. Damit sie keine Satire machen müssen, sondern nur noch belanglosen Quatsch, ja, und er wird das, er ist dann ja auch, ja, Filmstar, Wirtshaus, ja, im Spessart. Ja. Aber auch der Mann mit der Pauke. Das und der Mann mit der Pauke. Und ja, dann sagt er, Kellerkinder, natürlich ein ganz berühmter Film. Ja. Genau, ja. Kellerkinder, er macht diesen Film dann selbst, finanziert ihn selbst oder beziehungsweise finanziert ihn 1960 mit Hilfe des Fernsehens. Und das war ja damals sowas von verboten. Heute gibt es kaum noch einen Filmemacher, der ohne Fernsehfinanzierung irgendwas macht. Aber Kino hat das Fernsehen als die große Bedrohung gesehen. Ja. Der Neuss wollte sein Buch und Hörspiel Die Kellerkinder verfilmen. In meinen Augen die beste antifaschistische Komödie, die, ja, je in Deutschland gedreht, ja, und gemacht wurde. Also vergleichbar im Grunde mit Der große Diktator, deutsche Version quasi davon. So, ja, ja, gut, Neuss war kein Chaplin, aber ja, großartig. Und hat eben dann sich beim Fernsehen, beim Norddeutschen Rundfunk irgendwie Kohle besorgt, hat diesen Film gedreht und der durfte dann 1960 nicht oder 61 dann nicht bei der Berlinale, beim großen Berliner Filmfestival laufen, weil er war ja mit Hilfe des Fernsehens finanziert und sowas gibt es nicht bei den Filmfestspielen. Also deshalb hat dieser Film, der dann erfolgreich durchaus lief in Kinos und auch mittlerweile dutzendfach im Fernsehen gezeigt wurde, man kann ihn auf YouTube angucken, auch hat der Film nie einen Preis gekriegt, obwohl es, wie gesagt, die tollste, beste, klügste, witzigste antifaschistische Komödie war, die in Deutschland in den 50er, 60er, 70er Jahren produziert worden ist. Er hat dann eben noch zwei weitere Filme gemacht und für den zweiten Film Genosse Münchhausen, wo es um DDR, BRD ging, ja, der lief nicht so gut. Die Kinos haben ihn ja auch boykottiert wegen diesem ersten Film, weil er ja mit dem Fernsehen arbeitet. Dann musste er sich selber Kinos anmieten, um seinen Film zu zeigen und hat dann im Berliner Abend, einer Tageszeitung, die es nicht mehr gibt, eine Annonce aufgegeben für seinen Film, der am Abend im, weiß nicht, wo das Kino war, lief und hat dazu geschrieben, damals gab es den ersten, wie nannte man die, Straßenfeger, die, ja, Durbridge-Serie Das Halstuch, ja, ja, eine englische oder Krimiserie in 4 Folgen, wo irgendein Mörder gesucht wird, ja. Und da waren 3 Folgen gelaufen. Und alle wussten ganz spannend vor der Kiste, wer ist der Mörder? Wer ist jetzt der Mörder? Ganz Deutschland hat diskutiert. Ja. Wer ist das jetzt? Wer war das? Und Neuss macht eine Anzeige. Hallo Leute, kommt ins Kino. Der Mörder ist Dieter Borsche, also ein Schauspieler. Der Mörder ist Dieter Borsche, aber Genosse Münchhausen ist viel besser. So eine Anzeige, da hat der Morddrohung gekriegt. Da ist er, also, dass man den Spielverderber, ja, der Nation, den Dings war. Ich habe dann mal gefragt, Wolfgang, wo wusstest du das denn überhaupt? Du hast doch das gar nicht geschaut. Wie wusstest du denn, dass Dieter Borsche der Mörder ist, sagt er, ja, meine Mutter, die hat damals noch bei ihm gewohnt, er hat am Hohenzollerndamm gewohnt, meine Mutter war unten am Roseneck in der Fußpflege
Und da war auch die Frau von Dieter Borsche in der Fußpflege. Und die sitzt dann da, ja, und neben sitzt meine Mutter und die kriegen da die Füße geschrubbt und gemacht. Und Frau Borsche erzählt, ja, mein Mann, morgen ist ja die nächste Folge und er ist ja der Mann. So hat die Mutter das gehört, kommt nach Hause, sagt, Wolfgang, übrigens, in der Fußpflege, ich habe gerade mitgekriegt, wer der Mörder ist. Frau Borsche war da, sagt, ihr Mann ist der Mörder. Und er, einen Tag später oder zwei, muss eine Anzeige sich überlegen für seinen Film und denkt, ach komm, hier. Und haut das da rein. Und Morddrohung und der Spielverderber der Nation. Er musste sich verstecken. Ja, er musste sich... Das war nicht mehr witzig. Weil du von seiner Mutter sprichst, kommen wir mal zu deiner Mutter. Deine Mutter kommt in diesem Buch ja auch vor. Deine Mutter hat ja zu dir gesagt, du sollst nicht so komisches Zeug schreiben. Meine Mutter hat mir in den letzten Jahren, die ist 2016 gestorben, und in den letzten Jahrzehnten, wenn ich sie besucht habe... Vor der Tagesschau. Und immer was mitbrachte von meinen Sachen oder Büchern. Oder sagt, hier, ich habe ein neues Buch. Oder ich habe eine Radiosendung gemacht. Hier habe ich eine Kassette. Also, ne, ja. Und so. Und wenn ich dann wieder mit sowas ankam, sagte ich, ach, Matthias, du kannst doch so gut schreiben. Aber schreib doch nicht immer so schlimme Sachen. Ja? Und am 11.09., das beschreibe ich hier, die Szene, auch um zu erklären, warum es hier in dem Buch nur ganz marginal um 11. September und um Putin, Russland und geht, sondern eben um all die anderen Dinge, die ich gemacht habe. Die Mutter sagte immer, ja, schreib doch was Schönes. Ja? Und wir sitzen da irgendwann mal vorm Fernseher, das war kurz nach 9/11. Ich habe damals bei Tele ist ja diese Serie geschrieben und dann ist das Buch wurde 2002 erschienen, also sehr früh. Ein Riesenerfolg weltweit, 5 Sprachen übersetzt und so weiter, egal. Jedenfalls war ich da gerade dran und drin und wir gucken so die Tagesschau, da wird gerade Tora Bora, so eine Höhle in Afghanistan bombardiert. Ja, da, Osama Bin Laden. Und ich sage, Mama, Tora Bora ist von der CIA gebaut. Und guckt sie so, ja, und immer habe so meine Kommentare dazu gemacht. George W. Bush ist nicht so richtig nett. Ja, und dann sagt sie, ach Matthias, stimmt das, was du mir hier dauernd dazwischen quatschst? Ja. Deine Zwischentexte. Meine Kommentare zu den Tagesthemen, was da lief. Und ich sage, Mama, ich glaube, ich weiß es ja auch nicht, aber ich denke, ich bin deutlich näher an der Wahrheit oder Realität als das, was sie hier erzählen. Das wird mir zu kompliziert. Da halte ich mich doch lieber an das, was Sie in der Tagesschau sagen. Und der junge Herr Busch scheint doch eigentlich ganz in Ordnung. So, das war das Statement. Und da, ich habe dann nicht versucht, auch nicht in den Jahren danach, meine Mama zu missionieren. Hier. Für dich war es eigentlich so, das ist so der Stand der Bevölkerung. So, das ist... Denken sich nicht, sie wollen ihren... Die haben genug zu tun. Die haben genug zu tun. Und meine Mutter, die hörte, die las die lokale Tageszeitung jeden Morgen beim Frühstück von vorn bis hinten. Die hörte Deutschlandfunk die Nachrichten, ja, tagsüber. Und guckte sich dann, was weiß ich, Sabine Christiansen oder irgendwelche Talks in der an am Abend. Und das war so. Und aber wenn ich jetzt komme und sage, das wird mir zu kompliziert, da halte ich mich doch lieber an das, was Sie hier erzählen. Und das war wirklich, dachte ich, ja, das ist typisch. So ticken 80% der Bevölkerung oder mehr, nicht nur ältere Damen, so, sondern auch so. Und das war mir klar. Aber dann gab es ein anderes Erlebnis, ein deutlich über 70-Jähriger, der sagt, da gehe ich ins Internet. Das hast du auch erlebt. Das kommt später, 2014 eigentlich, als ich mit meinem Bruder zu einem alten Onkel und Tante fahre, die in Mönchengladbach am Niederrhein da wohnen. Ich sagte, wir müssen Tante Adele und Onkel Bernhard nochmal besuchen, die haben wir 20 Jahre nicht gesehen und so. Fahren wir dahin, tauschen wunderbar Familien, Fotos und Anekdoten und Geschichten aus und irgendwann so gegen Ende sagt der über 80-Jährige zu mir, sag mal Matthias, was hältst du denn eigentlich von dem Konflikt da in der Ukraine jetzt? Ich kann überhaupt nicht mehr die Tagesschau gucken, da wird ja nur zum Krieg getrommelt. Ich gehe jetzt ins Internet, wenn ich mich informieren will. Und dann fahren wir, mein Bruder und ich, dann am Abend nach Hause. Ich sage, Johannes, hast du mitgekriegt? Wenn solche Menschen 80-jährig
katholisch, CDU, konservativ, gut bürgerlich, ja, gesettelt und so weiter. Wenn die der Tagesschau nicht mehr trauen, weil sie sagen, das stimmt doch nicht, was sie da machen, ich gehe jetzt ins Internet, dann ist doch wirklich was passiert in Deutschland. Ja. Und da, nächsten Tag bin ich dann von Frankfurt mit dem Zug zurück nach Berlin und habe mir so ein paar, während der Fahrt, so ein paar Notizen gemacht und das dachte, ja, da müsste man jetzt mal was schreiben und abends das an den Westend Verlag geschickt und nächsten Morgen ruft mich der Markus Carsten, der Chef, an und sagt, Matthias, ich will das Manuskript am 1. Juli. Ich sage, ja, ist in Ordnung, aber wir haben jetzt den 15. April, wie soll ich denn in 2 Monaten und so. Ja, doch, das muss jetzt, das ist genau, das muss jetzt geschrieben werden. Ich sage, ja, okay, ich überlege es mir. Und dann habe ich mir noch 1-2 Tage hingesetzt und so könntest du das aufbauen und machen. Und mir, ich kann, weil ich lange im Schreibgeschäft bin, mir halbwegs genau ausrechnen, wie lange brauche ich für irgendwas. Wenn du aus der Tageszeitungsschule kommst, dann weißt du ja, du hast bis 11 Uhr Zeit. Wenn du länger brauchst, dann erscheint dein Text nicht. Also du musst ein Timing, ein gutes haben. Und ich habe mich dann hingesetzt da und gesagt, na ja gut, wenn du jetzt von morgens um 8 bis abends um 12 durchackerst, 2 Monate, dann kannst du das am 1. Juli abliefern. Aber will ich das? Nö. Und dann habe ich den Paul Schreier angerufen, der hatte auf Telepolis schon ein paar Sachen eben auch zu Russland, Ukraine geschrieben. Wir reden von dem Paul Schreier. Von dem Paul, der auch, mit dem ich auch schon zu tun hatte nach 9-11, weil er auch ein Buch geschrieben hat, zum 11. September, ein kleines. Und ruft den Paul an und sagt, Paul, hast du Lust? Du willst mit mir ein Buch machen? Ich sag ja, hier, das und das wäre das Konzept. Westend will den unbedingt im Juli, August auf den Markt bringen, den Titel. Und ich habe mir gedacht, ich kann das jetzt allein machen, aber wir können es ja auch zu zweit. Du hast ja auch schon gearbeitet zum Thema. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das zu zweit. Und dann war das Buch wirklich rechtzeitig fertig. Und wurde dann auch, wir sind die guten Ansichten eines Putin-Verstehers, wurde dann auch ein richtiger Bestseller. Ist es nicht nur in Deutschland, ist auch in Polen, in Ungarn, in Russland erschienen und hat mir dann jetzt den Ruf eingebracht, so wie damals das Hanfbuch, ach ja, der ist ja nur ein bekloppter Kiffer, dann kommt 9-11, ach, der ist ja nur ein irrer Verschwörungstheoretiker und jetzt bin ich also der Putin-Versteher, ich habe mich aber selbst so genannt und im Vorwort geschrieben, Leute, verstehen und verehren sind zwei Paar Stiefel. Ja? Und wenn ich ablehne, etwas zu verstehen, zumal wenn ich glaube, er ist mein Gegner, dann muss ich ja ihn umso besser verstehen können. Ja, Sun Tzu, das kann ich ja gar nicht entsprechend. Sun Tzu sagt schon 2500 Jahre, der große Kriegsphilosoph, wer seinen Gegner nicht kennt, kann keinen Krieg gewinnen. Ja, also du musst, aber das sieht man bei der NATO ja eben. Das sieht man bei der NATO, die kennt also auch keine Russen und keinen Putin und kriegt jetzt auf die Fresse da in der Ukraine. Sie haben, muss man, also ich kann ja nur heulen, 500.000 Ukrainer verheizt da, ja, das Land zerstört, immer noch Putins Angriffskrieg, ja, die Russen sind da schon reingegangen, aber was war denn bitte vorher, ja, und das gilt für alles, für Cannabis, für 9-11 und auch für den Russland-Konflikt. Diese Dinge werden immer nur in einem Ausschnitt präsentiert. Also Cannabis ist eine gefährliche Droge und die müssen wir verbieten. Ja. Dass Hanf die wertvollste Nutzpflanze der Welt ist, müssen wir ausblenden. Ja. 9-11, Islamisten haben... Es gibt dafür ein Wort Lückenpresse. So, ja, 9-11 ist das waren die Islamisten. Aber wer ist denn Osama bin Laden? Ach so, war das mal ein Agent? Hieß der Tim Osman und war in den USA und hat Waffen gekauft? Also ja, diese ganzen Kontexte raus. Und jetzt hier bei Russland darf man ja nur anfangen mit dem Einmarsch der russischen Armee. Ja. Man darf nicht 2014 anfangen, dass das, dass das ein Putsch war, dass im Gerichtssaal mit MP die Leute stehen bei der Wahl von diesem nächsten Präsidenten, dass dann die Ostregionen in der Ukraine, die sagen, nee, hallo, das stimmt nicht, was ihr da gewählt habt und gemacht habt, wir erkennen diese Regierung nicht an, dann werden die beschossen. Ja. Und dann nach 8 Jahren
Jahren, nachdem der Westen alles dafür getan hat, dass die zwei, Ukraine, Russland, sich nicht einigen, Minsk her, gehen die Russen rein. Dann ist nach 2 Monaten schon wieder, die Ukraine hat keine Chance. Das ist so, wie wenn irgendein Amateurclub gegen Real Madrid antreten soll. Vergiss es. Sagen, okay, komm, wir verhandeln. Gehen nach Istanbul, verhandeln dort, sind sich schon zu 90% oder mehr einig über alles. Wie sieht die Grenze aus? Wie, welche Armee, welche Waffen und so weiter habt ihr? Da kommen die Briten. Da kommt der Johnson und sagt, hör zu, Zelensky, du kämpfst weiter und du kriegst Kohle von uns und du kämpfst bis zum letzten Ukrainer. Und genau das erleben wir gerade. Und es darf eben auch nur immer kontextfrei erzählt werden. Ja, ja, das Angriffskrieg. Da sind wir jetzt bei einem Matthias Bröckers, der, wenn man auf Politik kommt, ich kenne das von einer Person, die mir sehr nahe steht, ich selbst, dann sprudelt, obwohl sie sich eigentlich das nicht mehr machen möchte, weil sie sagt, es ist im Grunde immer dasselbe Schauspiel. Und wenn man sich so stark auch mit Bewusstseinsarbeit an den Drogen beschäftigt hat, dann muss man sich ja die Frage stellen, warum einen das noch so triggert, weil man kann das nicht verändern. Jemand, der das machen will, so. Deswegen eine kurze Frage, weil die Eingangsfrage war ja, wer ist Matthias Bröckers? Glaubst du, dass Journalismus tatsächlich etwas verändern kann oder nur die anstupsen, die eh schon verstanden haben? Dass sie merken, sie sind nicht die Einzigen. Ja, es ist eine schwierige Frage, weil, okay, es nervt, das klingt ja auch da bei dir jetzt an, wenn man immer nur den Bekehrten predigt. Ja? Ja. So what, die wissen es ja schon, ja. Was soll ich denen erzählen? Ja? Und deswegen, ich habe auch Publizistik studiert an der FU, da gab es den Harry Pross, ja? Der war Prof. Ja, das war noch, und wir haben noch, also da die simpelsten Basics, ein Artikel hat die 5 großen W, wer, wann, wo, was und so weiter. Ja, also das hier, das dazugehört, also das Basic Handwerk, dass du, Presse ist Opposition. Und dass du eben auch weitere Quellen dir suchst und all das, das findet doch nicht mehr statt. Also wenn jetzt selbst so ein damals radikales, alternatives Blättchen wie die Taz, was wir da gegründet haben vor 40 Jahren, wenn das jetzt zu einer NATO-Stan-Postille verkommen ist, also die einem, ich habe es da drin geschrieben im Vorwort, einem merkwürdigen Vogue- und Waffenkult jetzt irgendwie, also wie kommt es dann? Ich kenne ja da noch viele Leute, die sind auch auf der menschlichen Ebene, habe ich überhaupt kein Problem, ja. Aber sag mal Leute, tickt ihr eigentlich noch richtig? Das kann doch nicht sein, ja. Und der Journalismus ist halt wirklich, in USA werden 90% des gesamten Medienoutputs von 5 Konzernen gemacht. Ja. Private Konzerne. Was erwarten wir denn von denen? Ja. Erwarten wir da, dass die ordentlichen... Nee, also vergiss es. Und in Deutschland hatten wir ja, dank der Briten, muss man sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg die Idee öffentlich-rechtlich. Ja. Ja, und so. Was sonst hätten wir, wenn die Amerikaner das Sagen gehabt, hätten wir gleich Privatfernsehen gekriegt. Ich glaube, WDR war so das gemeinsame Projekt, was sie damals gemacht haben. Genau. Ja. Und vom Grundgedanken her... absolut gut und richtig. Ich bin auch heute noch ein sozusagen Fan des öffentlich-rechtlichen Modells. Wenn es richtig gemacht wird. Wenn es vernünftig gemacht wird und wenn es nicht so verkommt, wie wir es erleben. Ja. Parteigänger, die dort eigentlich... Wo nicht nach Qualität oder nach Kompetenz dann letztlich die Posten, die entscheidenden Chefredaktionen und so weiter, leitende Redakteure verteilt werden, sondern nach Parteibuch. Ja, jetzt haben wir da einen von der CDU, jetzt muss der nächste von der SPD. Und da hast du natürlich, hast du keine kompetenten Leute, sondern du hast welche, die sind vielleicht nur zweit- oder drittklassig, aber dank ihres Parteibuchs sitzen sie jetzt da. Und mein Papa, der war ja gut vernetzt früher und hat auch, kannte den Intendanten vom ZDF und hat Radio auch gemacht. Er sagt, Matthias, du kannst jetzt hier mal bei da und da und da, also auf dem Ticket von meinem Vater, hätte ich sofort
oder nach dem Studium ja zum Fernsehen, zum Radio und so. Die klassische Karriere machen. Die klassische Karriere machen. Guter Freund meines Vaters war der Papa von Günter Jauch. Und der Jauch ist ja jünger als ich. Und die waren auch in irgendeinem Gremium, haben Journalistenstipendien verteilt und so. Und mein Vater sagte, hier, der Sohn von Günter, der auch Günter heißt, der ist jetzt beim Bayerischen Rundfunk Sportredaktion. Du interessierst dich da auch für Fußball. Komm, ich kann da anrufen, dann kannst du auch dahin. Mhm. Ja, so. Und ich, ja, Sportreporter hätte mich schon tendenziell am meisten interessiert. Ja. Also du wirst eigentlich in Sport gelandet. Ich bin in der Musikredaktion gewesen. Ich wollte auch bleiben. Ja. Ich wurde auch gezwungen beim Volontariat, ich müsse jetzt schreiben. Es war eigentlich nicht meine Idee, mich mit Politik und so etwas. So, und ich wollte, dann habe ich einen Moment überlegt, na, soll ich auf dem Ticket vom Papa jetzt da segeln? Aber nein, ich wollte mein Ding machen. Mhm. Ja, so. Matthias, du bist mit dem, was du getan hast, Zeit deines Lebens auch immer angeeckt. Das war jetzt nicht die Idee, du warst jetzt kein Berufsprovokateur, was nicht sagen soll, dass es dir nicht Spaß gemacht hat, weil wenn man angegriffen wird, da hat man ja den Ball, dann muss man ja... ja. Wir müssen kurz über den 11. September sprechen. Du gehörst im deutschsprachigen Raum zu den Pionieren über den 11. September, neben Wischnewski, muss man sagen, der damals diesen ersten Film ja gedreht hat, der ihn nach Amerika gefahren hat. Aber du hast ein Buch draus gemacht. Du saßt am 11. September tatsächlich an einem Buch über Verschwörungstheorien, machst das Fernsehen an und siehst, was da gerade passiert und sagst, den Satz habe ich ja gerade aufgeschrieben, was Verschwörungstheorien sind, komplexe Inhalte auf einen einfachen Sündenbock, das siehst du jetzt da gerade. Dann weiß keiner, wer es gewesen ist. 2 Stunden später kommt eben dann dieser Osama Bin Laden und dann ist das nur, der sagt, das ist ja eigentlich mein Thema. So entsteht das, dieses Buch. Die Leute fragen mich, und du ja auch, ja, wie bist denn du da eigentlich drauf gekommen, so schnell? Du bist dabei. Ja. Wie bei Hoffmann war das eigentlich? So, ich saß, wir hatten ja Robert Anton Wilson, einer meiner Lieblingskollegen, Autoren in den USA. Mit dem zusammen hatte ich das Buch 99, 2000 haben wir das gemacht, Lexikon der Verschwörungstheorie. Genau. Das heißt auf Englisch Everything Under Control. Ja. Ja. Und wo also wirklich von den, was weiß ich, alten Ägyptern über die Templer bis Ku Klux Klan, also alles, was es so an Geheimbünden und Verschwörungen gibt, ventiliert wurde in dem Buch. Das hatten wir gemacht, war ganz erfolgreich. Der Verlag rief den an und sagt, Matthias, mach doch mit dem Wilson noch ein Follow-up, mach doch noch ein zweites Buch, das wäre doch toll. Und ich habe den Bob Wilson gefragt, er sagte, ich kann jetzt nicht, ich bin krank. Der hatte Post-Polio, der hatte als Kind mal Polio und konnte halt nicht mehr. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache es alleine und habe dann so ein Konzept gemacht, ein Buch. Mein Ziel war, ich wollte mal sozusagen eine Metatheorie der Verschwörungstheorie. Ich wollte strukturell gucken. Wie sind die aufgebaut? Wie sehen die auf? Was läuft da? Was ist die Ähnlichkeit seit zigtausend Jahren? Und so weiter. Da hatte ich dann angefangen zu schreiben im Mai 2001. Und dann passiert die Szene, die du gerade nennst. Dann sitze ich da und hatte mir die Notiz gemacht, Verschwörungstheorien. verwandeln komplexe Zusammenhänge in eine einfache Struktur und in einen einfachen Sündenbock. Und dann kommt das Bin Laden. Und am Abend... Wir alle sitzen vor dem Mama an und sehen live, wie beide Türme einstürzen. Ja, so. Und dann wird das ist ja wirklich, also sowas gab es noch nie. Die ganze Welt schaut zu. Ja. Und der Täter, unbekannt. Ja, Terror zur Primetime live. Das war neu. Und dann Bin Laden. Okay, den kannte man da, also zumindest vom Namen her. Okay, ist ja einer der möglichen Verdächtigen, will man ja gar nicht ausschließen. Dann habe ich mich aber am nächsten Morgen, ich habe bis in die Nacht da noch gesessen, einerseits hier die CNN und die Fernseher geguckt, andererseits aber auch schon meine Quellen im Internet, die es ja damals auch schon gab, gecheckt und so, und schreibt dann am nächsten Morgen so einen kleinen Kommentar. Den habe ich an die Taz geschickt und an Telepolis. Der erscheint auch in der Taz. Und dann am 14. schreibt unser Freund Henrik Broder, also dieser Bröckers, und das ist doch wie die Protokolle der Weisen von Zion, Antisemitismus, obwohl ich da überhaupt keinen Ton über Juden und Antisemiten geschrieben hatte,
Ich wünsche ihm, wenn er das nächste Mal ins Flugzeug steigt, das Ende als Fettfleck an einer Hochhauswand. Schreibt der Bruder auf seinem Blog, der war damals noch beim Spiegel. Und das war schon so eine Art Kammerton, hat er damit vorgegeben. Ich habe ihm nur zurückgemeldet, hallo Bruder, mit 1,78 und 65 Kilo, anders als bei kleinen Fettsäcken, entstehen keine Flecken. Ja, irgendwie so. Das war, ja, und dann kommt, das war aber schon, wie gesagt, die Vorgabe, die er da gemacht hat auf seinem Blog. Und dann kommt ein paar Wochen später, als das Buch ein mega Erfolg wird, also als es dann erscheint. Auf der Säge bei Telepolis wird ein Buch und daraus... Im März 22 kommt das Buch, ja. Und oder April, ja. Und dann kommt im Spiegel der Bestseller des Unbehagens. Dann habe ich mich mit einem Spiegelmenschen, ruft an, Herr Brückers, ja, ich würde mal gerne mit Ihnen reden über das Buch. Ja, treffen wir uns im Café Einstein. Sitzen da, reden über eine Stunde. Und in dem ganzen Artikel, der Bestseller des Unbehagens, kommt aber aus unserem Gespräch quasi keine Zeile vor. Es wird noch nicht mal der Titel des Buchs genannt, also und der Verlag. Ja. Es ging nur darum, dass man sagen, wir haben uns mit ihm getroffen. Wir haben uns, der Text war schon fair, wir haben uns mit ihm, der Text, und in dem Text steht dann, ja, Brückers raucht Zigaretten ohne Filter und macht einen aufgeräumten Eindruck, also lauter so ein Quatsch steht dann da. Und dann kommt aber am Ende der entscheidende Hammer, ja, die September-Lüge wird oder ist auf dem Weg, dasselbe für die Linken zu werden, was die Auschwitz-Lüge für die Rechten ist. Also ich werde dann sofort in die Ecke, in die Auschwitz-Lügner-Ecke gestellt, weil ich die offizielle Version des 11. September. So, und also wir sehen, dass Narrativkontrolle, das hast du alles verstanden. Genau. Dieses Buch erhält weitere Folgen, dicke Dinger. Ja. Wir treffen uns 10 Jahre nach dem 11. September, so lernen wir uns ja kennen in Berlin, in deiner Wohnung. Und nachdem wir fertig waren, nach 3 Stunden fragst du mich ja, welchen Ausschnitt wir nehmen. Sag ich, wie Ausschnitt? Wir nehmen das Ganze. Und ja, so, und das war ja eben, da hatte ich nie mit gerechnet, weil ich kannte ja eben auch Radio und auch SFB, RBB, Deutschlandfunk. Ja, wenn du ein neues Buch hast, ja, ja, komm ins Studio, wir machen so 3 Minuten, 5 Minuten. Ja, ja, und das hat ja dir dann eben auch richtig Feuer unter den Hintern gemacht, diese Sendung. Booster. Booster, genau. Raus aus dem Laden. Und bei mir war es ja ähnlich. Ich habe 10 Jahre lang für die Zeit und für Deutschlandradio und viele ARD-Sender, wenn die Kommentare auch politisch, Kultur, Feuilleton und so weiter, Wissenschaften, Naturwissenschaft, und nie ein Problem mit den Redakteuren oder so. Ja, die wussten auch, die haben das gar nicht mehr groß gelesen, wenn Brückers was schreibt, das ist in Ordnung, ja, so, und der kann, dann bin ich in Berlin ins Studio und habe meinen Kommentar eingesprochen, und da war ich jetzt natürlich verbrannt. Also mit dem 11. September ist man raus. Man kann, glaube ich, das sagen, das ist so ähnlich wie, man ist ein moderner Ketzer. Ja klar, das ist fast dasselbe wie im Mittelalter. In dem neuen Buch ist auch ein schöner Text über Paracelsus drin, also auch so ein Pionier, den sie überall verjagt haben, weil nichts hören wollten davon, dass er sagt, hier, das ist doch alles ganz anders mit der Medizin. Die haben miteinander zu tun. So, das ist ganz anders mit der Medizin. Ja, so, also das ist mir dann passiert. Okay, ich hatte dann zwar nicht mehr die Möglichkeit bei Radiosendern oder bei den Öffentlich-Rechtlichen meine Features und meine Kommentare zu verkaufen, ja, und abzusetzen. Aber ich hatte jetzt ein erfolgreiches Buch, habe dann gleich noch eins hinterhergelegt und dann zum 10. noch mal eins. Genau. Und ja, habe mir gesagt, gut, okay, wenn das jetzt so ist, dann musst du eben anderweitig anfangen zu publizieren. Ich habe dann 2004 schon, ich bin jetzt schon 20 Jahre lang Blogger, musst du dir mal vorstellen. 2004 hast du auch einen eigenen Blog? Habe ich einen Blog eröffnet, erst bei 2001 auf der Website, und als die dann ein paar Jahre später wurde der Verlag verkauft, und da habe ich das runtergenommen und habe den Blog dann jetzt auf brückers.com, schreibe ich den. Und habe jetzt da mein sozusagen Medium gefunden und habe gesagt, gut, okay, ich bemühe mich jetzt nicht bei
ARD und RBB und DLF und wie sie heißen, jetzt wieder ins Geschäft zu kommen. Die wussten ja alle, dass ich handwerklich meinen Job verstehe, dass ich schreiben kann und auch reden oder den Text fehlerfrei. Aber du hast da einfach diese innere Schere nicht akzeptiert und gesagt, ab jetzt weißt du Bescheid. So, weißt du schon Bescheid und lass das doch weg. Und mach hat doch. Man dir auch gesagt, komm nicht mit dem Thema, das ist bei uns ein Hüter. Mein bester Freund auch beim Sender, immer noch mein Freund. Ich habe es ihm dann letztlich auch nicht übel genommen, weil ich verstanden habe, wie du, wenn du in so einer Institution drin bist, wie du dann, ja, entweder gehst du da raus oder du machst, was verlangt wird. Und er hat gesagt, Matthias, du kannst zu jedem Thema hier arbeiten weiter, aber nicht dazu. Und ich sage, hallo, hast du Anweisungen von oben? Sagt er, nö, die brauche ich gar nicht. Aber ich weiß genau, wenn ich dir jetzt hier 10 Minuten das Mikro aufmache und du loslegst, dann eine Stunde später klingelt bei mir das Telefon. Und dann muss ich in die Konferenz und dann muss ich, und das ist mir too much. Ja, also so. Das ist aber, ich kann es verstehen, es ist auch normal, aber ich habe dann gesagt, nee, okay, Leute. Weil wir über Politik reden, wir haben ja im Moment in Deutschland ein Innenministerium, eine Innenministerin, die Presse, die ihr nicht gefällt, sage ich mal, auch zum Verein erklären lässt, um sie dann verbieten zu lassen. Man muss ja das, was geschrieben wird, das wissen wir als überzeugte Demokraten, das muss man ja nicht mögen. Im Gegenteil, wenn Dinge geschrieben werden, die wir nicht mögen, haben wir eine schöne Gegenposition, können wir uns ja auch dran. Aber sie reitet ein und verbietet Gazetten und Blätter, die sich nie haben etwas zu Schulden kommen lassen. Wie stehst du dazu? Ist das okay? Naja, jetzt haben sie ja den Elsässer und sein Kampak-Magazin verboten. Ich finde das nicht gut, was der da schreibt. Ja, und finde auch, ich kenne den ja auch von früher, da waren noch bei Konkret und so weiter. Und auch beim 11. September haben wir noch zusammen irgendwo auf dem Podium gehockt. Was er da jetzt macht und dieser ganze völkische Kram, den halte ich also für voll daneben. Ja. Aber müssen wir deshalb Zeitungen verbieten? Inwiefern, Frau Nancy, wir haben ja einen Rechtsstaat und wir haben Strafrecht auch und bestimmte Dinge, das wissen wir als Journalisten, die darf man nicht machen. Die sind rechtlich, ich darf nicht in meiner Zeitung irgendwie rumlügen und sagen, also hier, Kevan war schon 5-mal verheiratet und hat noch 3 Millionen schwere Konten irgendwo, oder weiß, das ist verboten. Und dann, wenn ein Journalist oder wenn ein Medium sowas macht, so, dann kommt die Keule des Rechtsstaats. Völlig in Ordnung. Aber was hat denn Kampak? Ja, wo ist denn hier irgendein, ich habe das, muss ich gestehen, die Zeitung seit Jahren auch nicht mehr gelesen, ja, aber ich habe in der ganzen Berichterstattung dazu nichts gefunden, wo man sagt, ja, hier, die haben das und das und jenes. Die haben nie ein Verfahren bekommen und deswegen konnten sie auch keins verlieren und das ist Meinung und die Meinungsfreiheit geht ja sehr weit und da, wenn man sich anschaut, was das die höchsten Gerichte dazu schreiben, dann wundert man sich immer, das ist vom höchsten Gericht, ja, und ich glaube, was wir im Moment ja auch haben, ist, dass wenn wir jetzt Präzedenzfälle schaffen, die dann nach einem Regierungswechsel Parteien zugutekommen, die das dann, die dann die Taz verbieten zu können. Klar. Also wie gesagt, das es ist eigentlich unmöglich, was da passiert. Und gefährlich. Und jeder, der dem wirklich Demokratie nicht in Tüdelchen, sondern in echt am Herzen liegt und auch der Rechtsstaat am Herzen liegt, der kann da nur mit dem Kopf schütteln und sagen, Leute, ihr müsst damit aufhören. Also wenn das so weitergeht, ja, dass die Innenministerin irgendein Blatt, was ihr nicht gefällt, Delegitimierung der Demokratie, ist ja jetzt auch so ein neuer Pseudo-Paragraph. Ja, wer delegitimiert denn die Demokratie? Seid ihr das nicht selber, indem ihr... Aber wie gesagt, Strafen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Das heißt, alles, was du machst, könnte strafbar sein. Nach dem Gesetz ist es auch nicht, dann bist du in einem Willkürstaat. Da sind wir in der Politik, da wollten wir gar nicht landen. Ich kann zu diesem Buch nur raten, Inspiration, Konspiration, Evolution, weil du sprichst auch über Biologie, du sprichst ja auch über das morphische Feld. Ja. Da sind wir dann ganz in dem Bereich, in dem ich mich verstärkt aufhalte. Ich bin ja ein Sufi, das ist ja auch kein umsonst. Und ich bin da wieder gelandet, nicht vom Naturwissenschaftler, sondern vom Reporter zum Mystiker. Das interessiert mich nicht mehr, da gibt es große Schnittmengen.
Siehst du eine spirituelle Entwicklung auf diesem Planeten, möglicherweise auch durch die BRICS-Staaten, ohne da näher drauf einzugehen? Da findet ein Umdenken statt. Da findet auch eine Respiritualisierung statt. BRICS und das, was da gerade sich in den letzten 2-3 Jahren alles tut auf dem, sagen wir mal, geopolitischen Schachbrett, ja, wo 50 Jahre lang oder länger, ja, die Position klar war irgendwie, und jetzt auf einmal denkst du dir, hallo, was passiert denn hier gerade? Es sind ja völlig neue Konstellationen, ja, und so. Und das ist ähnlich wie nach LSD, da gibt es neue Connections. Es werden jetzt neue Verbindungen, und jetzt sind auf einmal, ja, die Russen und die Chinesen so dicke und so eng, wie sie nur in den letzten noch nie waren in ihrer Geschichte wahrscheinlich, ja, und die Inder, die müssen noch so ein bisschen balancieren, weil sie immer noch mit dem Westen irgendwie wollen. Anwärter bei den BRICS sind der Iran und die Iran und Saudi-Arabien, also die Schiiten und Sunniten, das haben die Chinesen geschafft, da muss man sagen, ey, China, ihr fangt jetzt wirklich eine gute diplomatische Initiativen an, dass ihr die beiden irgendwie an einen Tisch kriegt wieder. Also, ja? Wenn die Kontrolle, wer miteinander verfeindet ist, wenn das nicht mehr funktioniert, das ist doch das Ende eines... Das ist das Ende des Imperiums. Das Imperium, die goldene Regel heißt immer Teile und Herrsche. Also wir hauen was kaputt und die sollen sich auch ruhig in der Wolle liegen. Wir haben die Kontrolle oben drüber. Ja? Und so, wenn jetzt, ja, wie gesagt, die Chinesen es hinkriegen, die Sunniten und Schiiten, ja, an einen Tisch zu kriegen, ja, die jeweils ihre radikalen Fraktionen, also hier Bin Laden, Al-Qaida bei den Sunniten, Hisbollah und Co. bei den Schiiten. Ja, und die sagen jetzt hier hallo und treten dem BRICS-Verbund bei. Wir sehen jetzt gerade, weil du darüber gesprochen hast, dass Hamas und andere Radikale im Palästina wieder zusammenarbeiten. Also wir sehen, das läuft, das geht alles nicht auf. Es passiert gerade jenseits von NATO-Stan, ja, wie ich das jetzt nur noch nenne, weil es ist kein Verteidigungsbündnis mehr, es ist ein Angriffsbündnis, ja, was überall auf der Welt mitmischen möchte. NATO-Stan ist jetzt so ungefähr noch ein Viertel der Weltbevölkerung und drei Viertel, und dazu gehört A, der Rohstoffriese Russland. Die haben Rohstoffe für die nächsten 500 Jahre. Alles, alles. Öl, Gas, Gold, Mineralien und so weiter. Und die Werkbank der Welt, die Chinesen. Die können alles herstellen, ja. Und die werden sich jetzt auch ihre eigene digitale Währung basteln. Und jetzt, jetzt kommt der Unit, ja, hier, wann ist die nächste BRICS-Runde? Jetzt im Herbst irgendwann, großes Treffen in Kasan in Russland. Und da, ja, werden sie diese Währung auf den Weg bringen. Und das bedeutet, der Petrodollar, der existiert dann nicht mehr. Petrodollar muss man vielleicht erklären, der Zwang, dass man jedes Land der Welt seine Rohstoffe in Dollar bezahlen muss, sein Öl und sein Gas. Ja, und jetzt, 71, nächsten. Ja, genau. Und jetzt fängt es an, dass man ja, die können jetzt, die Inder zahlen schon ihr Öl in Russland mit Rupien und so weiter. Jetzt kommt diese neue Verrechnungseinheit, die wird jetzt nicht in Münzen und Scheinen am Anfang existieren, sondern ähnlich wie der EQ. Ja, die machen dann Warenkorb und rechnen. War der Vorgänger des Euro ja auch, der EQ, dass man in Europa irgendwie einfacher dealen kann, ja, und nicht mit 5 Währungen hantieren. Matthias, ich unterbreche dich, vielleicht eine ganz kurze Antwort. Ist Deutschland, wird es Deutschland noch lange geben, so als ein Staat, der mal ein Sozialstaat war? Oder sagst du, mit dieser Regierung bracken wir ab? Oder was ein guter politischer Freund von mir gesagt hat, nach Scholz kommt Krieg und das war's dann. Ja, wie gesagt, das läuft viel auf Krieg raus. Warum rüstet man auf? Warum macht man schnell mal 100 Milliarden Sondervermögen locker? Ja. Warum will man die Wehrpflicht zurück? Ja, Wehrpflicht sowieso, ja. Und ich sehe nicht im Moment, dass wir hier, und das ist wirklich traurig, in Europa, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, Italien, Spanien, Niederlande, Alteuropa, wie es Rumsfeld mal genannt hat, dass da irgendeiner politische Kraft oder ein Führer oder Parteichef oder sonst was sichtbar ist im Moment, der kapiert hat, dass wir gerade
als Westeuropa völlig abgehängt werden, ja, von der Weltwirtschaft, also von Russen. Wir dürfen nicht mit den Russen, wir dürfen nicht mit den Chinesen. Die bauen zwar billige Elektroautos, aber die dürfen wir nicht kaufen. Die sind genauso gut wie unsere. Unsere sind doppelt so teuer, aber wir müssen die, also abgehängt werden durch einen neuen eisernen Vorhang zum Osten und eine, ja, letztlich Vasallenregion hier sind im Westeuropa eines niedergehenden Imperiums in den USA. Das ist, klingt nach Kritik, ist auch Kritik, aber du bist ja auch angetreten bei allen kritischen Büchern, da ist ja auch immer, es müsste so nicht sein, und neben der Analyse wird ja auch immer ein Fenster geöffnet, wenn du auch über Bewusstseinsarbeit in Druck, ja, man könnte ja ganz anders, ist ja eine Frage der Haltung und der Perspektive und auch der Blick auf den Menschen selbst und auf die Schöpfung. Lass uns über den Phantasten Bröckers sprechen. Wenn du glaubst du noch an Lösungen, glaubst du an Alternativen? Wie würden die denn, wenn du jetzt mal der Chef kurz wärst, wie würden die denn aussehen? Du würdest sagen, da gibt es ein paar Sachen, die würde ich mal kurz einführen und danach wäre alles ganz auf jeden Fall anders, weil die Leute anders anfangen zu denken. Ja, natürlich. Also wie gesagt, gibt doch hier den schönen Song, wenn ich König von Deutschland wäre, ja, ne, von Rio, dass man sich dann über, wir haben hier neulich gesessen und haben gesagt, ja, okay, wenn wir jetzt hier mal was machen könnten, es wäre doch schön, wenn Donald Trump, der jetzt gerade knapp vorbei ist, auch daneben beschossen wurde. Wenn der ein Nahtoderlebnis hätte. Wenn der ein Nahtoderlebnis gehabt hätte, weil wir wissen, Menschen, die mal wirklich auf der Schippe zum Tod standen, die ändern, ach so, ah, die ändern ihre Haltung. Und dann haben wir hier rumgesponnen mal und haben gesagt, ah ja, stell dir doch mal den Trump vor, der wird jetzt auf einmal ruhig und demütig, nicht mehr so groß, mal I'm the greatest. Der entdeckt den Drewermann in sich. Der entdeckt den Drewermann. Man in sich, genau, so ungefähr, ja, also und stell dir mal vor, der würde jetzt, käme so drauf und würde jetzt ein Kabinett zusammenstellen und sagen, okay, Robert Kennedy, du wirst mein Umwelt- und Gesundheitsminister, Tulsi Gabbard, du wirst meine Außenministerin und nimmst dir mal die Baerbock vor, Oberst McGregor, der sollte ja Botschafter in Deutschland werden, ja gut, dann haben wir jetzt einen anderen, du machst das Pentagon. Also der Trump könnte, ja, wenn er so ein Nahtoderlebnis, ja, und seine Haltung und seine, ja, Politik ändert, jetzt eine wunderbare Querfront-Kabinett, ja, zusammenstellen. Dann würde aber JFK. Und dann, ja, dann der nächste Schütze trifft dann vermutlich, ja, so weiß ich nicht, aber das wäre möglich. Und ich glaube, du fragst nach der sozusagen spirituellen Entwicklung. Ja, wir haben ja vorhin schon kurz die psychedelische Medizin angesprochen, hoppla, ja, die jetzt ja auf einmal wieder, ja, ganz groß an den großen Universitäten, ja, das ist aber interessant, ja, ich sage nur, guck da mal bei Tim Leary, den habt ihr damals in den Knast gesperrt dafür, der hat genau dasselbe schon geschrieben und gesagt, ja, dass so schon ja, Schritt für Schritt für Schritt eine, ja, Öffnung, Erweiterung des Bewusstseins passiert, dass wir, ich glaube, und wenn man mit den, ich sag mal, mit normalen Leuten redet, ja, hier mit, egal was, du hast einen Handwerker zu Hause, der deine Waschmaschine repariert und sagst, wollen Sie noch einen Kaffee? Und dann trinkt man mit dem Kaffee und redet, wie sieht's denn jetzt gerade aus? Ja, und schimpft nicht nur über die Bahn oder das, was sonst nicht funktioniert. Ja, da mit dem Krieg. Also ich glaube, 80% der Deutschen wollen keinen Krieg gegen Russland und mit der Ukraine und halten das für falsch. Ja? Es wird ihnen aber permanent, und das hindert sozusagen auch den Fortschritt und die Entwicklung, es wird ihnen permanent Angst gemacht. Wir haben ja, die Politik ist die Kirche der Angst. Ja? Und wenn du keine Angst hast, ja, dann kannst du ja nach vorne gucken, oh, wir könnten doch mit den Russen reden, wir könnten mit den Chinesen reden. Schränkt das alles ein. Aber oh nein, der
Also es da wird... Wir natürlich bei Zappa, Politik ist die Unterhaltungsabteilung der Rüstungsindustrie. Aber das hast du alles verstanden. Trotzdem, du bist 70, aber wirst nie Rentner werden. Du arbeitest ja noch. Warum eigentlich? Ja, habe ich mich... Also ich meine, du hast mir erzählt, dein Vater ist 72 geworden. Ja. Und du hast gesagt, naja, so alt wie mein Vater, jetzt denkst du, das ist ja bald, jetzt wirst du noch einen Zehner dranhängen. Warum? Was zurück zum Menschen, Bröckers, du bist ja jemand, der nicht das Gefühl vermittelt, ich habe genug gesehen, ich kann hier abtreten. Was motiviert dich? Bist du gut drauf? Womit hat das Ich bin gut drauf. Ich bin auch, also ich habe ja... Nicht resigniert? Ich bin natürlich deprimiert und frustriert vom Zustand unserer Branche, also der Medienbranche. Wir sind ja da mal mit einem ganz anderen Impetus angetreten und so. Aber wir sind Prästituierte geworden. Genau, genau. Und wollten das nicht und sind deshalb da so ein Stück raus. Ja. Und ich bin aber im Moment, ja, da denke ich mir auch, man, 70 bist du jetzt schon, alter Sack. Aber habe jetzt neulich auch mit Gleichaltrigen gesprochen und habe gesagt, hey, alt werden und alt sein, wenn man gesund ist. Ja. Also das ist klar, wenn du jetzt irgendein Zipperlein hast und dann ist, aber ich bin weitestgehend, bis auf meine schlechte Lunge durch die Raucherei, fit und dass Altwerden doch eigentlich großartig ist, weil wir wissen doch viel, wir hatten doch mit 25 gar keine Ahnung. Wir sind dann losgerannt und haben gemacht und getan. Jetzt ist man viel entspannter. Ich bin jemand, der sich schnell erregt. Ja, so. Und ich werde auch schnell hier im Freund sagen, Matthias, du hast ja immer noch dreimal am Tag einen Wutanfall. Ich habe dann überlegt, das stimmt, er hat recht, ja. Ja, ein Fehler, den man permanent macht, beherrscht man perfekt. So ist das. Mit dem Alter habe ich aber, glaube ich, jetzt oder versuche es zu lernen, dass diese Wutanfälle, dass das gar nichts bringt. Und ich sage, Junge, komm. Und dass es sehr schön ist, wenn man im Alter halbwegs gesund, halbwegs auch, ich habe ja zwei wunderbare Kinder und vier Enkelkinder und viele Freunde und Kollegen, so wie dich und so, mit denen ich gern zusammen bin. Und wenn du zurückguckst, wen du alles getroffen hast, wer kann das von sich behaupten? Ich habe viele von interessante... Von Obermeier bis Keith Richards, du hast ja die alle getroffen und zwar nicht nur ganz kurz. Ja, ich habe halt da großes Glück gehabt in meinem Leben. Mittlerweile rede ich ja gar nicht mehr von Glück, sondern ich rede von Fügung, weil ich glaube, es wird so viel gefügt, dass ich dann irgendwann in Zürich gelandet bin oder auch in Norditalien. Das habe ich mir nicht ausgesucht. Das wollte ich nicht. Ich hatte nicht den, wie gesagt, ich war dann nach der Trennung von Rita und ein, zwei, drei Affären, war ich, ich will keine Beziehung mehr, ich bin sehr glücklicher Single. Ja, alles, was eheähnlich wird, hatte ich schon, ist okay, brauche ich nicht mehr. Und man kommt irgendwie mit den, dann lerne ich irgendwie auf einer Konferenz in Zürich eine Frau kennen und weil zufällig irgendwie ein anderer Referent ausgefallen war, wird irgendwas verlegt bei der Konferenz und ich brauche eine Übernachtung. Sie sagt, ja, ich wohne ja gerade hier. Also so denke ich mir, ich habe mir doch keine Frau mehr gesucht. Ich habe mir doch all das, auch die wunderbaren Menschen, Timothy Leary und Albert Hofmann und Ralf Metzner, die LSD-Pioniere, die ich alle kennengelernt habe und interviewt habe. Ich war ja neugierig, das waren ja die Leute. Und wenn mich was interessiert hat, das geht dir ja ähnlich als Journalist, ja, dann will man da ran, da will man den treffen oder wenn es nicht geht, dann will man ein schriftliches Interview. Ja, da warst du natürlich auch damals auch in der Stadt. Berlin war ja damals in Europa der spannendste Platz und nach Mauerfall sowieso. Egon Bahr getroffen, leider kurz noch an der Angelegenheit ist er dann gestorben. Also du hattest ja auch, wie gesagt, das richtige Setting gebucht. Gilt ja für jede Art, wenn man Drogen nimmt, dann muss das Setting stimmen. Wenn du dir dein Setting anguckst in deinem Leben, wie es gelaufen ist,
Hat es da jemand gut mit dir gemeint? Du sagst da, oder willst du noch mal was, willst du etwas anders machen? Oder sag ich, ich würde es genauso wieder machen? Bist du mit etwas unzufrieden? Ich würde ein paar Sachen anders machen. Ich habe ja mit dem Herrn Faust an, das hat ja nicht funktioniert, weil wir einfach mit viel zu wenig Geld ein Riesending gestartet haben und dass das nicht gut gehen, ausgehen kann. Ja. Ja. Ich hätte einfach viel mehr Geld vorher einsammeln müssen. Ja. Ja. Und dann hätten wir nicht 300 Hanfjeans produziert, sondern 3 oder 10 oder 20.000. Kannst du mal zusammen, du bist kein Geschäftsmann. Ich bin kein Geschäftsmann. Ich bin auch kein, wenn ich mir eine Tugend wünschen darf fürs nächste Leben. Ich bin ja überzeugt, Lebe geht weiter, ja, mit dem Frankfurter, Eintracht-Philosophen Stepi Stepanovic. Ja. Also das Leben geht weiter. Und wenn ich mir dann im nächsten Leben was wünschen könnte, also der Matthias, der jetzt hier sitzt, der kommt jetzt vielleicht so ähnlich. Ich komme ja nicht so ähnlich wieder, aber wenn ich komme, dann würde ich mir wünschen, mehr Geduld. Ich habe zu wenig Geduld. Ja. Ich will es immer subito und wir wollen alles und zwar sofort. War ja so eine Parole in den 70ern. Und mehr Geduld. Atmen, gucken. Nicht reden, nicht denken, diese Sachen. Ich weiß das alles, aber ich krieg's nicht gut hin. Also mit der Geduld, da muss ich echt noch üben. Ich habe zu wenig. Daher kommen wahrscheinlich auch die mein Freund neulich monierte, du hast 3-mal am Tag einen Wutanfall. Ja, weil irgendwas. Ja, so. Hey, lerne Geduld. Dann wird alles leichter. Dabei, dass man ja über Rituale sowas trainieren kann. Über Rituale kann man trainieren. Mir hat ja auch, ja, wie gesagt, ich habe ja diese mit dem Ralf Metzner, ja, einem der tollsten Psychonauten, habe ich mehrere Sessions gemacht, ja, der uns da auch führt und leitet dann auf unseren Trips. Hilft natürlich. Ich weiß es jetzt, ja. Ich krieg's aber, wie das so ist. Du weißt ja auch als Fußballer, okay, ich muss die Flanke jetzt so anschneiden, dass sie da genau hinkommt und er köpfen kann. Aber du hast eben auch nur Füße, die nicht 100% funktionieren, sondern und dann kommt die Flanke eben so ein bisschen schief. Ja, also ich weiß jetzt eigentlich, wie es geht und ich brauche jetzt nur Geduld, um es auch durchzuführen. Ja, ich bin zu schnell. Das wäre die einzige Tugend, die ich mir, wenn du hast ja gefragt, was würdest du anders machen in deinem Leben? Ich würde mir so ein bisschen mehr Geduld wünschen, dann hätte ich manche Fehler oder so auch nicht gemacht. Ich habe gelernt, bei einer Tageszeitung auch schnell zu sein. Wir müssen ja auf Termin arbeiten. Du musst also... Wenn du rausgehst, weißt du schon, wann geliefert wird. So, ja. Und du musst Speed haben. Ja, also da hinzugehen und sagen, oh, jetzt schreibe ich mal ganz geduldig meinen Kommentar. Nee, der muss um 11 Uhr fertig sein, sonst wird er nicht gesendet. Ja. Ist doch Logo. Also du musst so einen gewissen Speed musst du mitbringen. Ja. Den habe ich auch gehabt, deshalb konnte ich auch erfolgreich halbwegs in unserer Branche arbeiten. Er ist also ein Reporter. Genau, so. Aber was mir dann wirklich gefehlt hat in jeder Beziehung, ist so ein bisschen mehr, Junge, mach doch mal langsam, überleg noch mal, mach mal langsam, setz dich mal hin, atme mal durch. Dass ich so, viele Leute wundern sich ja, Mensch, der Kerl raucht seit 50 Jahren Cannabis, der müsste doch irgendwie völlig, ich kenne so viele Kiffer, die kriegen gar nichts auf die Reihe und so weiter. Mein Sohn behauptet, Papa, du bist ein ADHS-Patient, schon immer, und du therapierst dich schon immer selbst mit diesem Mittel. Ja? Dein Sohn ist in einem sehr konservativen Lager gelandet, er ist Richter. Ja, ja. Ja, wenn du dir anschaust, was du für Kinderböck, was aus denen geworden sind, dann bist ja du praktisch, man kennt das ja in die andere Richtung. Bist du der Hippie-Eske? Ja, die sagen einmal hier, dein Sohn, der ist jetzt hier, der war ja Anwalt und er hat auch einen Doktor und so weiter. Wie du denn als alter Anarcho-Hippie? Spätzünder und dann macht der tierische Karriere, so, weil der so studieren will. Genau. Und ich habe gesagt, ja, sorry, ich habe meinen Kindern nicht
Ich habe nie in die rein projiziert, was sie werden sollen. Das wird, dann wäre ja vielleicht mit meiner Anarcho-Hippie sonst wie Vergangenheit da was ganz anderes rausgekommen. Nee, ich habe meine Kinder gefördert und machen lassen, soweit es geht und soweit ich es kann. Und was würden deine beiden, du hast zwei Kinder, ja, was würden deine beiden Kinder sagen, was sie an dir gut finden? Was würden sie sagen, das hat Papi immer noch nicht gelernt? Ja, wie gesagt, hier meine Wutanfälle, die wir eben angesprochen haben, also der brüllt immer noch manchmal so rum. Ja, ja? Nervt. Okay. So. Oder wenn wir früher lange Autofahrten und so, da war ich furchtbar. Ja. Und das fanden die Kinder natürlich auch. Also die würden, also die schätzen mich, glaube ich, dass ja, ich habe ihnen immer zur Seite gestanden und geholfen. Wenn sie irgendwas mich gefragt haben oder irgendwas. Da gab es auch den ökonomischen Deal, 7 Jahre volle Unterstützung. Da musst du so, ich habe ihnen mit 18 gesagt, okay, die haben ja Abitur gemacht, ja. Ich habe gesagt, so, ja, ich hatte auch die Zeit, bis von 18 bis 25 eigentlich frei zu sein, weil ich dann nach Berlin gegangen bin und mit meinem Taxischein auch finanziell unabhängig war von meinen Eltern. Das heißt, dass du ein loyaler Vater bist, der meinem Fliegen hilft, das würden sie auch gut finden. Und ich habe dann gesagt, 7 Jahre habt ihr Zeit und ihr könnt in den 7 Jahren Ausbildung machen. Also ihr müsst dann wissen, was. Aber in 7 Jahren, so lang zahle ich, so lang kriegt ihr Geld von mir. Ja. Und wenn ihr 25 seid, dann solltet ihr ein Standing haben und wissen, okay, ich will dies, das oder jenes. Ja? Letzte Frage an dich, Matthias, weil wir sind schon über 2 Stunden. Du wolltest noch kürzer werden. Wir wollen immer. Aber egal, super. Es soll der Beginn einer Serie werden, glaube ich. Weil hier muss man sich häufiger treffen und die werden wir auch tun. Weil du wirst ja 103, du wirst älter als Hoffmann. Ich könnte mir, soll ich mir jetzt den Albert als Vorbild nehmen? Hoffmann, ja. Dass du ja so alt wirst. Wenn du dir anschaust, was dein Vater und deine Mutter, die habe ich ja nicht gekannt, was hast du von denen mitbekommen? Und wie würden die heute über ihren Sohn, der bekannteste in der Familie ist, sprechen? Ja, wie gesagt, schreib nicht immer so schlimme Sachen, sagt meine Mama, weil sie dann eben natürlich auch im Spiegel liest und überall, was ich für ein schlimmer, böser Antisemit und sonst was. Und auch ganz, ganz schlimm. Ja. Und die Versteher und so. Genau, das, das hat der Mama nicht gefallen. Was hast du von ihr? Hm? Was hast du von deiner Mutter? Ja, wie gesagt, ich sei nett, zitiere immer Goethe. Vom Vater habe ich die Statur, das Leben ernst zu führen, vom Mütterchen die Frohnatur und Lust zu fabulieren. Und genauso ist es. Mein Vater war sehr ein ethisch-moralisch, er war Chef einer kirchlichen katholischen Zeitung, ja, so Ethik und Moral und das, ja, das Leben ernst zu führen, das habe ich vom Vater also geerbt und gelernt. Und vom Mütterchen die frohe Natur, weil meine Mutter war die, die bei Familienfesten die Laudatio und gereimt und so im Stil von Wilhelm Busch schöne Gedichte gemacht hat auf den Jubilar oder die Jubilarin. Und das habe ich da bei meiner Mutter gelernt, das lockere, leichte, witzige so. Mein Vater war nicht so locker, leicht, witzig, auch ein sehr liberaler Mensch. Also ich habe nie wirklich Stress mit meinem Vater gehabt, außer in der Pubertät wegen Haare wachsen oder ob ich mit meinem gefärbten Batikhemd ins Gymnasium gehen darf, ja oder nein. Also so ein Zeug gab es mit meinem Vater. Aber sonst, als ich den Kriegsdienst verweigert habe, hat er das unterstützt. Und das war selten. Die anderen Kameraden, ja, du gehst mir jetzt zum Barras, da schneiden sie dir die Haare, da lernst du Disziplin. So war mein Vater nicht. Der hat das Militär abgelehnt sozusagen und er hat eine schlimme Kriegserfahrung. Da könnten wir nochmal 2 Stunden drüber reden. Von daher wären die Eltern, glaube ich, ganz zufrieden mit ihrem Großen, der zwar schlimme Sachen geschrieben hat, aber eben auch, und hier sind ja so viel Schlimme gar nicht drin, sondern hier geht es um all das, was ich gemacht habe. Und das Letzte, was mein Papa noch mitgekriegt hat von mir, war eine große Radiosendung über Gaia, die Erde als Organismus. Und die habe ich den Eltern auf Kassette geschickt und noch das Manuskript dazu. Und so eine Stundensendung, das ist auch so ein 35-Seiten-Manuskript oder so, ne? Und das fand, da weiß ich denn noch, dann habe ich mit meinem Vater telefoniert und er sagt, Matthias, das ist ja großartig. Das wusste ich ja alles gar nicht, ja, mit der Erde und der Evolution und wie das also so. Der war stolz auf dich. Der war dann stolz auf mich und
als ich nicht auf seinem Ticket jetzt irgendwie in den Journalismus rein bin, sondern die Taz gemacht habe, hat er natürlich, ja, was willst du denn da mit deinem Kommunistenblatt und bla bla bla, hat er geschimpft. Und irgendwann musste ich mal einen Freund nach Hause fahren von ihm, die haben da ein bisschen was getrunken und mein Vater sagt, Matthias, kannst du den Karl mal noch nach Hause fahren? Ja, habe ich gesagt, ja, ja, klar. Und fahre ihn nach Hause und der sagt dann zu mir, ja, Matthias, du bist ja jetzt in Berlin und da, ihr macht da irgendeine Zeitung. Ich sage, ja, ja, der Papa schimpft schon dauernd rum. Nö, der schimpft doch nicht. Am Stammtisch erzählt er, du, der Matthias, der macht jetzt mit 50 Leuten. Ja, so. Also, insofern, meine Eltern, ich bin ihnen natürlich für alles sehr dankbar und ich glaube, dass die jetzt, wenn sie mich so mit 70 sehen, sagen, ach, er hat zwar ein paar schlimme Sachen gemacht, aber hat immer die Kurve gekriegt wieder. Ja, so. Jetzt kriegen wir die Kurve. Eine vorletzte Frage. Empfiehl mir 5 Bücher, die man gelesen haben sollte, wenn man an dieses Gespräch andocken möchte. Oh, also erstmal muss man das lesen. Dann sind da hinten ja zu den Themen, ja, also Evolution, morphische Felder, Paracelsus und. Bobby Fischer, ja. Paranoia, Schach und so. Da sind immer gute Literaturangaben dabei. Und ich würde sagen, was man mal lesen sollte. Ich habe das Buch schon wie oft verschenkt, ich weiß es gar nicht, ist Egon Friedell, Kulturgeschichte des Abendlands. Ja, so ein, der Friedell ist ja auch Opfer der Nazis dann geworden, leider großartiger Schreiber, Autor. Und wenn man das, also ich habe vorhin mal angesprochen, im Moment wird, man muss den Kontext immer weglassen. Es wird nur über Angriffskrieg der Russen geredet, was vorher war, nicht mehr. Also Kontext, auch historischen Kontext, auch sozusagen Kontext über 2000 Jahre von den Griechen und den Römern und wie sich unsere Kultur entwickelt. Das ist so großartig zu lesen. Kultur ist Aneignung. Und du kriegst da den Hintergrund, den du wirklich brauchst, unsere Zeit zu verstehen, unsere Welt. Ich lese mittlerweile, das habe ich glaube ich schon dreimal gelesen, das Buch von Friedell, weil es immer wieder toll ist, weil der ein universelles Wissen hat und der dann erzählt Geschichten, wie das da in Frankreich und in Griechenland und sonst wo war. Also das ist eins meiner Lieblingsbücher, würde ich sagen. Ja. Und dann muss ich nochmal Werbung machen. Habe ich gerade gestern mit meinem Freund und Kollegen Sven Böttcher telefoniert. Und der jetzt demnächst auch so ein neues Format startet und so. Und dann habe ich gesagt, Sven, der sagt, ja, das in dem neuen Format, da will ich so eher so die Frage, was jetzt, was tun, was machen wir? Ja. Und habe ich gesagt, du Sven, wir haben doch 2000, wann war das, 15, 16, das schon geschrieben in einem Buch. Ja, stimmt, sagt er, hast ja recht. Das Buch hatte aber hatte vielleicht den falschen Titel, das falsche Cover und war nicht so richtig eingetaktet. Wir haben auch einige davon verkauft. Das hieß Die ganze Wahrheit über alles. Und da haben Sven und ich von A bis Z zu allen Fragen der, sehr gute Haltung, der Weltgeschichte für jüngere Leute geschrieben. Ja, wir haben gesagt, hier, wir Alten, wir haben es leider verkackt. Also wir haben es jetzt nicht hingekriegt. Ja. Aber versucht mal so und haben die Lösungen angeboten und beschrieben für unser globales Finanzproblem, Umweltproblem. Es gibt, und das war die Botschaft, Leute, wir haben für alles schon längst eine Lösung. Ja. Wir müssen nur es hinkriegen, diese Lösung zu realisieren. Indem wir uns selbst autorisieren. Indem wir es machen. Ja. Ja, so. Das war, und jetzt, das Buch ist auch, glaube ich, vergriffen. Man kriegt vielleicht noch irgendwo antiquarisch und hat auch E-Book sowieso. Aber da habe ich gesagt, haben wir gerade gestern geredet, sagen, das müssten wir eigentlich noch mal rausbringen. Mhm.
Vielleicht mit einem anderen Titel, weil die ganze Wahrheit über alles, das ist so halb ironisch, weil natürlich wissen wir nicht die ganze Wahrheit und schon gar nicht über alles. Ja. Ja. Aber das war irgendwie eine Kurve zu viel. Und das vielleicht nochmal unter einem anderen Titel, weil das ist ja lexikonartig von A bis Z zu all unseren... Man kann auch jederzeit überall reinspringen. Man kann jederzeit... Das empfiehlst du auch als Buch, und das habe ich die allerletzte Frage an dich. Du bist jetzt 70, das heißt du... Udo Lindenberg würde sagen, in 10 Jahren habe ich die Hälfte geschafft. Bei dir wird das wahrscheinlich nicht so sein. Wie gut bist du auf den Tod vorbereitet? Ich bin dank der Erfahrung, die ich mal vor Jahrzehnten gemacht habe, da hat mir auch so ein magischer Pilz beigeholfen, bei dem Verstehen. Ich weiß, der Ernst Jünger, den du schon mal angesprochen hattest, der mit Albert da die Versuche gemacht hat, der wurde mal gefragt, Herr Jünger, glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Und der Jünger sagt, ich glaube daran nicht, ich weiß es. Und so ähnlich würde ich auch antworten. Ich weiß, dass wir eine Unsterbliche und ich und du und jeder, dass wir eine unsterbliche Seele haben. Ich weiß, dass diese Seele, dieser Geist, wie immer wir es nennen, nicht gebunden ist an unsere physische, körperliche Existenz. Und dass es nach dem Leben, nach dem Tod, ein Leben nach dem Tod gibt. Das glaube ich nicht nur, das weiß ich. Ich kann es nicht beweisen. Ja. Ja, aber nach all dem, was ich erforscht habe, sozusagen gelesen und so weiter, und mit den Begegnungen mit den Pionieren, die im Weltraum der Seele unterwegs waren. Ja, und der ein oder andere indische Guru haben wir gehört. Und auch die eine oder andere, ja, wie gesagt, von daher ist mir das völlig klar. Und ich will nicht sterben, weil ich ja jetzt noch gesund bin, Freunde, Familie und ein schönes, schöne Zeit noch haben kann hier in dem Ambiente, in der Welt. Aber ich habe überhaupt keine Angst, wenn es morgen vorbei ist. Im Gegenteil, ich bin eher neugierig, weil... der Ralf Metzner hat das alles, ja, wie gesagt, sein Leben lang erforscht, war dann auch Professor am Ende für Integral Studies in San Francisco. Und der hat auch in Südamerika mit den Schamanen und Indigenen und so weiter, die mit den Tibetern und den Buddhisten. Was sagen denn diese Völker, die eben zum Teil auch auf Peyote und andere Pflanzen zurückgegriffen haben, was sagen denn die über das Sterben und über den Tod? Und ja, die Botschaft ist eindeutig. Es geht weiter. Transformation. Es gibt kein Ende, es gibt nur Transformation. Wir sind geistige Wesen. Der Körper ist ein Gefäß für den Geist. Ja. Und so ist es mit allem, was materiell hier auf der Erde existiert. Meister Eckhart sagt, der Mystiker, auch ein Stein hat Liebe. Und seine Liebe sucht den Boden. Also auch ein Stein hat ein Bewusstsein, Liebe. Ja. Und so, also alles, was da ist, ist vom Geist erfüllt. Hier geht es ja auch um einige, in einigen Texten darum, eben diesen Materialismus, der vor 200 Jahren sozusagen das Ruder übernommen hat in unserer Wissenschaft und Forschung, ja, dass wir wir brauchen nur noch jetzt das letzte Gen und dann wissen wir die Menschen hacken und ja, dann und so weiter, das Gen für Schweißfüße und das Gen für dies und für jenes und für das, all dieser Schwachsinn, man kommt jetzt gerade wieder davon weg, das war so die letzten Jahrzehnte immer, mit diesen Bauklötzchen, mit diesen Legosteinen, ja, okay, ist die Welt gebaut aus diesen Legoklötzchen, aber leg dir mal die, sagen wir, das große Raumschiff Enterprise von Lego mit 5000 Teilen oder so, schütte das mal aus auf den Boden und nimm den Plan weg
wie es zusammengebaut werden muss. Ja? Und dann setz dich bitte mal hin und baue jetzt dieses Ding zusammen aus den 5000 Steinen. Hier, der, ist das jetzt ein Licht oder ist das der Rücklicht oder ist das die? Du kriegst es nicht hin und wenn, dann brauchst du 3 Jahre dafür, das Ding in der Form, wie es sein soll, zusammenzukriegen. Warum? Ja, auch in der Biologie, auch in allem, was lebt, in diesen Bauklötzchen, ist aber der Bauplan nicht enthalten. Wo ist denn der Plan? Ja, ja, der Plan, ja, also... An den dockst du anders an. Den kannst du nicht mit der Lupe suchen. Den kannst du nicht mit der Lupe suchen, der ist nicht physikalisch. Ja. Also es gibt, wir leben in einer Welt, in der eben die Materie überhaupt nicht erklärbar und funktional auch nicht funktionieren könnte ohne Geist. Ja. Und das haben wir vor 200 Jahren vergessen. Und es gab Leute auch wie Einstein, die das gesagt hat. Oder, Teilhard de Chardin hat die Quantenphysik gesagt. Kommt dann Anfang des 20. Jahrhunderts und sagt, hier, guck mal hier, da passieren auch Dinge, die sind eigentlich so physikalisch gar nicht möglich und unlogisch. Unschärfen Theorie. Unschärfe Relation. Der Heisenberg sagt dann, ja, eigentlich existiert die Realität nur in einer Wahrscheinlichkeitswolke. Mhm. Und erst in dem Moment, wo ein Beobachter Maß nimmt und guckt, dahin passiert, dann sagte Einstein, ja, aber dann wäre ja der Mond gar nicht da, wenn jemand hinguckt. Ja? Da wird schon klar, Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Quantenphysik, dass unser sozusagen materialistisches Bauklötzchenbild der Welt, ja, da sind so ein paar Gene oder da sind so ein paar Mineralien, die setzen da so und so zusammen und dann funkt's. Nee, da funkt gar nichts. Ja? Also da fehlt eine ganze Menge. Und jetzt kommt das gerade wieder Schritt für Schritt so ein Stück zurück. Ja? Wir können jetzt die Quantenphysik natürlich auch nutzen und tun das auch, aber verstanden haben wir es nicht. Ich habe 1998 ein Buch gemacht, da sind auch ein paar Kapitel, Essays da drin jetzt in dem neuen. Das hieß das sogenannte Übernatürliche und hat die These vertreten, es gibt gar nichts Übernatürliches. Wir Menschen sind einfach noch ein bisschen unternatürlich. Ja? Und wir können das nicht verstehen. Und ein zweites Motto war vom heiligen Augustinus, Wunder geschehen nicht im Gegensatz zur Natur, sondern im Gegensatz zu dem, was wir von der Natur wissen. Wir wissen einfach noch wenig, viel zu wenig. Und wir müssen von daher, und das... Den Baum noch ein bisschen weiter runterklettern. Und den Ball ein bisschen flacher halten als domestizierte Primaten. Ja, ja, wir sind nicht die Krone der Schöpfung, Alter. Vergiss es. Ja. Die Schöpfung ist auch nichts, was irgendwann mal irgendein langer Bart, ein Mann mit langem Bart gemacht hat oder in 7 Tagen. Nein, die Schöpfung ist etwas, was in jeder Zehntelsekunde 500.000 Mal stattfindet. Das ist ein Prozess. Es generiert sich permanent neu. Es gibt hier nichts und so weiter. Wir als Menschen müssen lernen, dass Gaia, die Erde als selbstorganisiertes System, eigentlich nur eine Regel kennt. Aus Parasiten müssen Symbionten werden. Also wenn wir weiter Parasiten sind, wenn wir weiter als Menschheit die Erde die zerstören, ja, wenn wir die Wälder abholzen, wenn wir die Diversität der Natur auf nur noch 3, 4, 5, 6, 8 Spezies reduzieren. Wenn wir die Vielfalt in den Kulturen runterdampfen, dann, sorry, dann kann's nicht mehr funktionieren. Ja? Also wir müssen Symbionten werden, Symbiosen anstreben mit allem, was lebt, mit den Pflanzen, mit den Tieren und auch mit der sozusagen materiellen Welt, mit den Steinen und dem Wasser und den Felsen, weil die gesamte Welt ist geistig. Alles, was existiert,
ist ein Gefäß für Geist, also für Bewusstsein, und das müssen wir, da müssen wir hinkommen und nicht glauben, dass wir, okay, wir wissen jetzt hier, wir kennen jetzt Naturgesetz 1, 2, 3 und das funktioniert auch und wir können Autos bauen und Fernseher und Raketen und Weltraumstationen, boah. Aber wir, die Grundprinzipien haben wir immer noch nicht verstanden richtig. Ja? Das Leben einfach nicht mal nach Zahlen. Und deswegen braucht es eine sozusagen geistige, spirituelle, bewusstseinsmäßige Erweckung oder ein Erwachen. Ja. Ja? Weil der Materialismus der letzten 200, 250 Jahre in der Wissenschaft und dann eben auch in der in der ganzen Technik und in dem, was wir gebaut und gemacht haben als Menschen in der Zeit, der ist nur eine Seite der Medaille. Und die andere Seite, die ist geistiger Natur und die müssen wir immer mitdenken, mit berücksichtigen, wenn wir es verstehen wollen. Und wenn wir unser Leben verstehen wollen, dann müssen wir eben auch lernen und verstehen, dass wir geistige Wesen sind und dass es weitergeht hinterher. Wir wissen nicht wie und welche Reinkarnationslehre jetzt die eigentliche ist. Ich glaube, das ist aber auch so eingebaut hier im System. Wir sollen das nicht wissen. Die Griechen hatten ja den wie heißt der Fluss, Styx, ja, den du überqueren musst, wenn du in den Hades, also in die Welt des Todes, wenn du stirbst, dann werden alle Erinnerungen weggewaschen an dein voriges Leben. Und so ist es, glaube ich, auch hier gebaut. Dann mir hat mal irgendein Therapeut gesagt, Matthias, ich will mal gern mit dir eine Rückführung machen in deine vorherigen Leben. Ich habe gesagt, ja, können wir vielleicht mal machen, aber ich bin skeptisch. Sagt er, warum? Ich sage, alles, was ich an Rückführung, was die Leute da erzählen, wenn sie so eine Rückführung gemacht haben, also die waren entweder Pharao oder Frau vom Kaiser oder dies und das, aber Straßenfeger in Ägypten war keiner. Ja, also das ist mir nicht geheuer, so richtig. Ja, ich glaube, es ist auch okay, dass wir uns da nicht dran erinnern. Es gibt, ich habe damals bei 2001, 2002, drei spannende Bücher lanciert sozusagen und die wurden dann übersetzt eben über die Reinkarnationsforschung und das, was zum Beispiel Kinder, die mit 4 Jahren oder 6 Jahren plötzlich sterben wie sich Kinder, sozusagen die neue Kinder, die auf die Welt kommen, dann an ihr voriges Leben erinnern und dann noch irgendwie ganz viel wissen. Ja, hat ein britischer Forscher in Indien unheimlich viel tolle Experimente gemacht. So ein Junge, 4-Jähriger, sitzt da am Tisch und die Eltern sagen, guck mal, da ist ein neu gebautes Haus eingestürzt. Ja, und der Junge hier, wie deiner, jetzt so ein kleiner, sagt auf einmal, das war doch klar, die Statistik hat eine, was erzählst du da? Ja. Und dann recherchieren Sie, dass der Architekt dieses Hauses genau termingerecht gestorben war, 40 Tage bevor der Junge hier auf die Welt kam. Ja. Und dass der Architekt immer gesagt hat, hier statisch ist hier was falsch, wir müssen da noch einen Träger reinziehen. Und der Bauherr und die Stadtverwaltung sagen, nee, das geht schon so. Aber da sind wir natürlich wieder beim weiteren Feld, das wir beim nächsten Gespräch machen werden. Ich glaube, alles, was an Erfahrung gesammelt wird, wird in die Cloud abgepackt. Es ist da für jeden. Und ich glaube, das ist ein Mysterium, was man mit unserem Bewusstsein nicht verstehen kann, weil wir auf diesem Planeten Entscheidungen treffen müssen, die ja Konsequenzen haben. Das heißt, wir haben immer eine Perspektive, das heißt, das meiste blenden wir aus bei Entscheidungen. Vielen Dank für das Gespräch, Matthias. Das war lang, jetzt wird es auch warm hier drin. Spielt keine Rolle, ich kann das Buch nochmal empfehlen. Als viele deiner Bücher, Inspiration, Konspiration, Evolution, es ist auch immer sehr unterhaltsam, sehr lustig. Ich habe es gelesen, lege immer weg. Das sind zwar alte Texte, aber die sind total aktuell, deswegen wunderbar. Also vieles, was du auch beschreibst, ist schon mal gedacht worden. Du gehst ja sehr weit zurück in die Geschichte. Und wenn Menschen sich aufmachen würden und so mutig zu sein, dass sie mal selber denken, Propaganda mal abschalten, selber denken, vielleicht am Wochenende mal kein Mobiltelefon, das alle denken, sondern selber denken, Buch lesen und dann als Inspirationsquelle nutzen, dann glaube ich, kämen wir einen Schritt weiter. Und ich habe das Gefühl, dass wir in einer sehr spannenden Zeit
leben und dass in den nächsten 15, 20 Jahren sehr viele Dinge passieren werden, die wir uns nicht haben träumen lassen. Ich meine, niemand hat den Mauerfall vorher gesehen, Zusammenbruch der UdSSR, und da sind Dinge daraus erwachsen. Jetzt haben wir gerade so ein Tief, aber ich glaube, das sind ja so Wellenbewegungen, und deswegen, es kommt und es geht und jetzt geht es und jetzt kommt was Neues. Ich denke, dass du einen sehr positiven Eindruck machst, obwohl dir auch oft eingeschenkt wurde, hat dich nur stärker gemacht, weil du von Wahrscheinlichkeitswolke schon gesprochen hast. Du kannst dir jetzt nochmal eine Wahrscheinlichkeitswolke anzünden. Das wollte ich immer schon, dass du mit rausgehst. Das war eine weitere Ausgabe von Mittelpunkt Mensch. Mein Gast war Matthias Bröckers. Er hat viele Bücher geschrieben. Und wenn ihr euch für das Gespräch und seine Bücher interessiert, dann verlinkt dieses Gespräch, kauft die Bücher, lest sie, diskutiert sie mit anderen und unterstützt Freie Presse, weil der Mensch lebt nicht vom Brot allein, das alles kostet Zeit und Geld, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, und ich verspreche, wir sehen uns wieder, denn dass wir uns getroffen haben, damals zum 11. September Buch, das war ja auch natürlich eine Fügung, die uns, also mich auch in eine Richtung katapultiert hat, wo ich sagen würde heute, das war das Beste, was mir passiert ist. Ich will ja gar nicht mehr zurück, mir gefällt es im Orbit viel besser. Vielen Dank, Matthias. Ja, danke, Ken.